Stories that we say, someone's waiting to be told. Act encompasses the play. We watch the scenes we live stories that we say, like someone's waiting to be told. The act encompasses the play. We watch the scenes we live unfold. Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ja, es ist noch Nachmittag, glaube ich. Nachmittag euch zusammen. Zu einer neuen Runde SSO Star Stable Online. Ja, wie versprochen, sind wir jetzt live. Werden es auch gleich beginnen. Ich muss jetzt bloß ganz kurz noch ein paar Fensterchen öffnen, aber obwohl die sind jetzt alle sogar schon soweit da. So, und was ich auch muss, ist, ich muss. Wer steht denn hier? Achso. Ich muss blind nach. Nach Moreland reiten, weil wir starten in Moreland. Hi an Daniel, Olli, was machst du jetzt für ein Spiel? Ich mache Star Stable Online, wie man sehen kann. Hinidara, ach, und hi erstmal, Daniel. Und Hinidara, hi und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Also, wie geht's euch? Und wir haben noch ganz viele andere Leute hier, die hören wir genau jetzt. Was? Hallo. Hallo, hallo. 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 Hallo.
Hallo, hallo, hallo. Golems, ganz viele Golems. Was für ein Ding? Hallo Olli, hallo Lini Dara, hallo Marlene. Hallo. Ach, Marlene ist auch da. Hi Marlene. Ja. Ach du, die ist auch da. Gut, dann muss ich ja den Chat nicht lesen. Ja. Wo seid ihr denn jetzt alle? Auf dem Weg nach Morland bin ich. Glaube ich. Wenn ich richtig reite. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich lausche mal kurz auf der... Ja, ich reite auf Anhieb richtig, ja. Ich wollte gerade sagen, Olli, du sollst doch ohne uns keinen Schritt machen, sonst verläufst du dich doch. Ja, das... Danke. Sagen wir es mal so, wenn passiert, sowieso. Ganz gehen, warte kurz. Der Olli ganz allein und dann ist er ganz traurig und dann muss er weinen. Ich guck's da gerade gar nicht auf der Karte, weil... Hast du kurz gerade nicht auf der Karte? Was? Sehr kurz auf die Karte? Nee, ich guck nicht auf die Karte, weil ich ja gerade noch den Stream bei Facebook teile. Und ich stecke es wieder auf fest. So, jetzt geht's aber. So. Wo bin ich jetzt überhaupt? Wo muss ich hin? Ich guck mal kurz. Oh, jetzt wird er langsam traurig. Ich reite immer noch. Ja, der Daniel hat da... Richtig, der, hallo. Der hat irgendwie noch vor dem Chat-Reminder bei mir geschrieben. Deswegen habe ich das nicht gesehen, weil bei mir ist das YouTube-Gedöns dazwischen steht. Ja, bei mir auch. Mhm. Komischerweise. Tanja, wieso sammelt dein Hund meine Pferdedecke an? Hey? Kenn ich die beiden? Nee. So. Also bei mir sieht es so aus, als würde er die Stiefel ablecken. Wer leckt die Stiefel ab? So beides. Automatischer Fußputzer oder Stiefelputzer, oder? Jetzt hat er den Pferdebauch als Taschentuch benutzt. Nicht jeder. Ich hab Hunderotze am Pferd. Ja, Hundesabber. Ich bin da. Ich sehe dich noch nicht. Ach jetzt. Der kommt auch mit so einem Einhornmischling um die Ecke. Einhornmischling. Ein Mischlingsrüde. Also parken die eigentlich immer alle? Nee, ich bin bloß kuschelbedürftig. So. Ich will auch. Ja, das kommt bei mir auch noch hinzu. Er will Kontakt. So. Marlene schreibt, bin gerade im Stall, lol, bei uns liegt Schnee bis zum Schienbein. Foto, Beweisfoto. Und das kannst du schön brav bei. Moment, Marlene, im Stehen oder im Liegen? Richtig. Aber bist du den Knien? Okay, außer es wurde zusammengeschaufelt, dann ist das was anderes. Ich hab's gerade gesehen. So. Du kannst das bei Instagram hochladen und dann Hashtag Klarsichtfolie markieren und dann kann der Olli das sehen, dass richtig. Die Wahrheit ist. Oder so. Das ist am einfachsten. Ich würde vorschlagen, man fängt mal mit den Rennen an, oder? Oh, ey, wenn ich hier die scheiß Bienen höre, ja, wird das schon ganz schlecht. So, die Leute, wenn bei euch Schnee liegt, ihr könnt das auch machen, ihr könnt das bei Instagram hochladen, das Foto mit dem Schnee und ja, und dann ist der Schnee weg. Hashtag Klarsichtfolie und dann sehen wir das dann. Genau. Ich bin am Über. Wir haben hier in Bayern unter Franken kein Schnee. Ja, hier. Wir haben Frühling. Hier in Berlin ist auch nichts. Ich bin gerade am Überlegen, ob es so sinnvoll ist, die ganze Zeit jetzt Rennen zu machen oder ob ich wirklich mal sage, ich mache mal heute auch ein paar, zumindest die Rufquest, ne? Dass ich mal irgendwann mal wieder ganz viele gelbe Quests habe, die ich machen kann. Wäre mal eine Maßnahme. Weil da fehlt mir so viel. Aber hast du nicht aktuell sehr viele gelbe Punkte, die du erstmal machen müsstest? Eigentlich rein theoretisch, bevor noch mehr dazu kommen? Das sage ich dir nach diesem Rennen. 3, 2, 1. So. Alles klar. Warte, dann muss ich schon weg. Ach so, ja gut. Weil da muss ich schon im Ziel. Da muss ich mal gucken, wie viel ich überhaupt habe. Steffen, ich suche gerade nebenbei die Ecke mit der Schatzkiste, die eine. Okay. Gesundheit, mein Schatz. Ja, ich lauf dir einfach hinterher. Ja. Olli kriegt mich gar nicht eingeholt. Du hast mich gerade überholt. Obwohl hier zu puddeln ist eigentlich gefährlich. Ja, ich habe auch nur die Weihnachtsrüstung drauf, ne? Die hat ja eigentlich nix so wirklich. So. Welches Level hat der Sauerbraten denn? 10. Okay. Hast du den gerade Sauerbraten genannt? Ja. Okay. Marlene schreibt, kann ich machen auf dem Rückweg. Das ist sogar ein rheinischer Sauerbraten. Geh jetzt nur noch kurz reiten. Ja, viel Spaß dabei. Machst du den Sauerbraten selber oder kühlst du ihn so, wie er eingelegt ist? Ja, Olli reitet ihn gerade ein. Okay. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Quest verfügbar. Muss ja vorher eingeritten werden. Ja, nee, ist klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Treffen? Wo bist du? Tanja? Ja. 7 Herzquest habe ich, ne?
Also ja. wo ich noch meinen Ruf bessern muss. Okay. Und 1, 2, 3 gelbe Quest. Komm, lass uns hier unten mal einbauen. Mhm. Das zum Thema, ich muss unbedingt was mit meinem Ruf machen. Mhm. Und dann müssen wir wahrscheinlich zu gewissen Orten und dann kann man da auch gleich gucken, kann man da auch gleich die Rennen mitmachen. Weil die Rennen zählen ja auch zum Ruf, ne? Würde theoretisch bedeuten, wir müssten nach New Hill Quest, wir müssten nach Nick Stonecrowns Lagerplatz, also Dundle, Sunfield Farm, Goldspur Farm, Westcup Fischerdorf und der Weingarten. Ich habe auch Dumbledore verstanden. Westcup Fischerdorf, ja, da bin ich glaube ich wieder ganz doll krank, da kann ich nicht mitmachen. Aber wir können mit Weingarten anfangen. Weingarten ist ja direkt um die Ecke, aber erstmal die Moorland drin, oder? Zum warm werden. Ja, ja. Nächster Halt, Gryffindor. Gryffindor. Klubi schreibt, was für ein Spiel, Alter. Ich spiele lieber PUBG. Habe ich mir wirklich überlegt, ob ich es mir hole. Patrick schreibt auch Igitt. Ja, okay, das ist nicht hier in seinem Spiel. 3, 2, 1. Meins. Ich habe nur drauf gewartet. Ich hatte die Maus drauf. Aber Pupspiel halt, könnte ich wirklich mal spielen. Ich hab's noch nie gespielt, einfach um es zu testen. Das ist das gleiche wie Fortnite. Ja, richtig, aber sehr viele sagen, das soll ich mal spielen und dann kann ich es ja wirklich mal testen. Das ist besser als Fortnite. Cool, hast du die Rennen auch schon gemacht? Ja. Jetzt verstehe ich. Ich sag mal, das Rolladenspiel würde ich auch nicht spielen wollen, aber ich guck's mir gerne an. Genau, weil... Es macht ja auch Spaß, zuzugucken. Ja, richtig. Ja gespielt, eine lasagnenfreie Wildbahn. War nicht so... Naja. Sagen wir's mal so, es gibt sehr wenige Spiele nur, wo man MMORPG-Spiele, ja sozusagen, ne, ohne Gewalt spielen kann. Und SSO, da ist es so. SSO ist ganz schön gewalttätig geworden. Ja, finde ich auch. Ja. Also, ja. Da werden die Schuhe abgeleckt, weißt du, das ist echt unmöglich. Und das ist Gewalt? Ja, vor allem. Nein, das ist Gewalt. Diese also, Stürzen. Ja, vor allem musst du aufpassen, dass du nicht vom Pferd getreten wirst. Irgendwas war ich hier gerade verkehrt, Olli. Hä? So. Gewalttätig, also. Oh, ich kotze gleich. Bist du auch? Jacqueline, langsam, das kotzt du wieder. Das liegt an dem Rolladenspiel. Hm? Man guckt sich aber das gerne an, also. Ich mach erst das Western-Gedöns, Josh. Hups. Ja, ich will da auch eigentlich hin, aber mein Pferd. Irgendwo war so ein Abend. Dann warte ich noch. Western-Gedöns. Josh. 3, 2, 1, go. Klick. Wir machen ja keine Damage an dem Viech. Weil der. Chill. Jetzt so. Oh. Aber ich glaube, wir sollten auch irgendwann mal so Portal Knights so antesten. Ne? Also, du schießt die ganze Zeit auf ihn, ich komme da angelaufen, ich krieg auf Maul. Bei Portal Knights ist derzeit ein Spiel, was kostenfrei über die PS4 zu kriegen ist. Ja. Sofern man Plus-Mitglied ist. Und halt für PC ist es natürlich auch kostenfrei. Und das ist einfach. Also nicht kostenfrei, aber kostengünstig, sagen wir es mal so, kostenfrei nicht. Nicht unbedingt, wenn das wieder aus dem Angebot raus ist. Ja, dann gibt es immer noch MMOGA. Ja, das stimmt. Und dann gibt es einen tollen Link von Olli. Genau, einfach nur mmoga.de/klarsichtfolie. So. Okay, Olli, ich mach dir ein Angebot, ja? Wenn ich bei Rolandspiel ein Einhorn gibt, was regenbogenmilch farbig aussieht, dann spiele ich das nochmal. Geil, ja, das gibt es. Ich hab's sogar im Stall. Schatzi, du hattest echt nicht. Das gibt's im Stall. Soll ich's rausholen? Lock dich ein, Dennis. Hopp. Ja, gleich. Ich mach das eine Rennen noch. Ich hol dann auch gerne das Pferd. Ja, das ist ein Situf im Stall. Muss aber ein Horn sein, kein Pferd. Ja, ist es. Ist es. Mit einem Horn. Ja. Das Flauschige. Ja. Mhm. Aber nur, wenn das bunte Regenbogen kotzt. Das war nicht die Bedingung. Nein. Das musst du aussehen. Toni fragt, wo streamst du? Also ich streame gerade bei YouTube, Facebook, Twitch, YouNow und Dailymotion. Und ich streame über OBS. Das ist halt die Plattform. Und ich spiele gerade SSO, also Star Stable Online. So, dieses Rennen mache ich jetzt noch. Und hören tut ihr uns übrigens gerade über TeamSpeak.
kann ich machen auf. Achso, die Nachricht hatten wir schon. Und wir sind auf Server 4, falls noch einer fragen will. Richtig, wird sogar rechts oben eingeblendet, wo wir gerade sind. Aber wer achtet denn schon drauf? 3, 2, 1 und so oder noch nicht und so? Oh, ich bin schon unterwegs und so. Achso, okay, und so. Aber sonst geht's euch gut und so? Natürlich und so. Sowieso und so. Wir sind gerade im TS gekommen. Hallo. Keine Ahnung. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo, Andi. Oh, hä? Was ist denn heute für ein Tag? Heute ist Montag. Ja, er ist live und ich weiß nicht, der hat gerade die Wette verloren. Ich dachte, heute ist Dienstag. War nicht gestern Montag? Nein, heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Nee, Mittwoch ist doch heute, oder? Nein, Donnerstag. Dann haben wir gleich alle Wochentage durch. Wir müssen mal vorsichtig anfangen. In welchem Land sind wir gerade? Es ist Feiertag. Heute ist der 1.1., heute ist Neujahr. Nein, es ist Donnerstag. Ich glaube, heute ist der 1. April. 24.12. Ich glaube, gleich haben wir alle Leute verstanden. Nein, haben wir doch nicht. Also, ich war schon bei Ostern. Oh. Was? Toll, da kann ich die Halloween-Deko ja wieder abhängen. Mal kurz den. Oh, ich ziehe meine kurze Hose an. So, wo wollen wir jetzt hin, Tanja? Was findest du am sinnvollsten? Keine Ahnung. Ich brauche nur Pferd leveln. Ich habe keine gelben Punkte. Dann würde ich vorschlagen, wir kämpfen uns jetzt durch Richtung. Was? Oh, ich habe vergessen, wie es heißt. Moment. Wir kämpfen Weingut. Uns Richtung Weingut über Fort Pinter, Silverglade und Windmühle. Richtung Weingut. Okay, was hältst du davon, wenn wir jetzt Fort Pinter machen? Dann machen wir Marley und dann reiten wir zum Weingut. Also da so durch. Okay, machen wir. Und kann Steve's Farm? Ja, meine ich ja, Steve's Farm und Windmühle. So. Ach, übrigens, Olli, wenn du dein Einhorn rausholst. Kanickel und so. Einhorn? Oh ja. Dann sag mir aber Bescheid, ich möchte es gerne über Feuer angucken, dass ich sagen kann, ja. Das ist es. Das kannst du dir im Spiel anschauen. Dazu musst du dich bitte einloggen, du hast ja deinen Zugang da noch. Und. Ja, ich bin auch noch gerade dabei, ich bin schon dabei, hältst du mich nicht? Okay. Tanja, hältst du mich nicht? Hältst mich nicht mal so. Henny Dara schreibt, grüß mal bitte Mayra, mit der Betonung auf dem I. Mayra, oder was? Oh, Mayra? Nee, Mayra eigentlich. Mayra heißt doch auch hier Ketchup, oder? Oder meinst du Ketchup? Auf Katzenschaf! Miau! Katzenschaf! Miau! Yeah. Olli? Ja? Die Dara schreibt, du sollst Maria grüßen. Maria, das ist Mayra und das habe ich doch gerade gemacht. Ach, das hast du gerade. Ach, das war das. Okay, sorry, Gunk. Aber danke dafür, dass du es mal vorgelesen hast. Mhm. Aber du hast vergessen, mir zu sagen, dass ich das auf dem I betonen soll. Aha. So, und jetzt gucke ich mal kurz, wer noch so geschrieben hat. Maria schreibt, what the fuck? Hi, Maria. Sie kommt dir gerade so abgehackt rüber. Ey, ich reite gerade schon wie beim Rennen, ne? Ich wollte hier gerade die Dings mitnehmen. Warte, Moment, ich komme mal hinterher. Da. Wer kommt hinterher? So. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. Moment. 3-2-3-2-3-2-2-2-3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 -2
Karussell und so. Karussel. Hallo. Das Superkräfte an, Hilfe. Aber Tanja. Karussell? Den Karussel, kenn ich. Genau. Den Karussel, ja. Den kenne ich. Hauptsache, aber Olivia Olivia gehört zu mir. Na sowieso. Das sowieso. Ich liebe das, habe ich vermisst. Was? Ja, Olli, du kannst das genauso gut. Ja, in gewissen Situationen, besonders bei ETS. Ja, ich kann, aber ich habe keine. Oh, Knall hat vorbeigeritten. Ich weiß, was ich gleich dachte. Ich hab dich gesehen im Rückspiegel, ich meine und so. Ein Pferd hat Rückspiegel. Ja! Aber das ist schon peinlich. Das ganze Rennen machst du perfekt, ja? Und genau im Ziel reitest du dran vorbei. Statt links rumzugehen, rennst du geradeaus weiter. Moment mal, da ist ja was mehr. Meint ihr, ich komm noch mal da hoch auf die Statue? Ich hab's gerade gedacht und du sprichst es aus. Ich sag's ja immer wieder. So, Maria, Maria, ich kann eine Nachricht leider nicht. Maja, ich kann eine Nachricht leider nicht. Hab ich vorhin Maria gesagt? Sorry, Maja heißt du ja. Du hast geschrieben Oko Schotzi. Was ist das? Das ist Schotzi? Star Stable Online. Das ist ein Spiel, wo man ein bisschen durch die Walachei reitet? Visafrei durch die Walachei. Ja. Uli? Ja. So in etwa. Ich hab's gerade geschafft, durch die Statue zu springen. Ja, am anderen Ende wieder runter, ne? Das habe ich auch schon geschafft. Ha! Guck mal! Also ich schaff's immer beim ersten Mal, ne? Ja, ich zeig euch mal, wie es geht. So, man reitet drauf zu, man reitet drauf zu, man reitet drauf zu und springt in der richtigen Sekunde. Und prallt ab. So, nein, ich kann das, ich bin Profi. Man muss... Schnappatmung. Man muss dem Typ nur zwischen die Beine... Genau, man muss dem Typen zwischen die Beine reiten. Piep, piep. Und dann warten, bis die Glocken läuten. Piep, piep. Tanja. Piep, piep, piep. Aber du warst schon oben, Uli. Das ist in Ordnung. Ja, ich hab einen Händler gefunden. Tanja? Ja, einfach gegen die Statue reiten. Du kommst da nicht, du kannst nicht da vorbei. Meinst du angekommen bei YouTube oder nicht? Was ist mit YouTube? Ist mein Chat angekommen oder nicht? Ja. Von Klarsicht, wo ihr denn ist? Miley. Hab ich sogar vorgelesen. Ja, das hab ich von gerade nicht mitgekriegt. So, wo ist das Einhorn? Das hab ich eben gerade gezeigt. Gerade. Ja. Setzen Sie. Spul zurück, dann siehst du es nochmal. Mach ich. Ich baue hier gerade eine Burg aufeinander. Huch, ich bin runtergesprungen. Huch, ich bin runtergesprungen. Ich dann spring doch. Voll. Direkt zwischen die Beine. Und so, ab weiter nach Fort Pizza. Wa? Ach, das nach die Leute glocken. Ich meine die Glockenläuten. Weihnachten im Großhorn? Ja, nee, ich meinte hier Steve's Farm. Ja. Ach, die. Von dort aus zur Windmühle und von dort aus zu Mali und von dort aus sind wir ja dann schon bei Weingut und so. Gut, ich hänge mich bei Ali. Bei Weingut, genau. Okay, ich hänge mich bei Uli dran. Okay, ich hänge mich bin an. Bin ich jetzt hier der Anführer der Bande oder was? Scheiße, an wen hänge ich mich? Kommt jetzt. Ja, ich suche gerade jemanden. Ich habe Alina gleich eingeholt und zwar jetzt. Ich habe halt nur ein kleines Pony. Ja, macht ja nichts. Ein kleines Pony. Pony. Da kann man auch einen Rollladen machen. Also wir gehen jetzt erst nach Sefe, ne? Hast du das auch? Ja. Ich reite nur einen komischen Weg dorthin, aber ich komme da auch hin. Okay. Ich reite einen richtig komischen Weg dahin. Aber das wird was. Weil ich den Fluss lang reite. Nein! Ach nö. Ja, ich hab grad die Pony andere Version im Kopf. Du hast links abgemusst. Aha. Pony, ja, ich sag ja, ich reite einen kleinen Umweg dorthin. Wem hast du im Kopf? Okay. Ja, da haben sich letztens, darf ich das sagen? Ja, das sag mal. Du darfst das. Ja, ich war ja letztens mit zwei Freundinnen unterwegs und da haben sich ein paar nette Männer, da lief Pony und denen wurde zu warm. Ups. Oh. Ja. Ich reite wirklich gerade total komisch. Muss man das ist wahrscheinlich in Walledalle, wa? Nein, ich werde jetzt hier erstmal über den Fluss rüber. Und Uli, musst du mal den einschäfern lassen, oder? Oder auch nicht? Ich habe ein Inventarproblem mit dir. Wir müssen irgendwann mal nach Hause, dass ich mal das Zeug verbauen kann. Du kannst kann ich dich nicht einfach zu mir tippen? Nein, ich will es verbauen. Ah, ich könnte /tp. Genau. Kann der gleich so. Geben. Ja, mach mal. Ich finde es immer schade, wenn so Leute dann eingeschläfert werden müssen, weißt du? Drei. Ich warte auf Olli. Wo bist denn du? Okay. Mein Pferd hat zwei Köpfe. Drei. Aufmischte.
Das ist bestimmt ein Zyklos-Dingsbumster. Wie heißt das? Zyklop. Zyklop hat genau. Aber nur ein Auge. Olli, und jetzt gleich links? Nein, das ist 10 Minuten versetzt. Achso, klar, ich gucke ja auf mein Sekunden, Handy. Entschuldigung. Auf mein Handy. Links, dann bin ich, links, dann bin ich in Moorland. Und ich verlaufe mich gerade hemmungslos. Hallo. Hemmungslos durch die Nacht. Okay, das klingt wieder ein bisschen. Was? Ihr seid alle geschädigt, oder? Danke, Daddy. So, Leonie schreibt, soll ich Discord kommen? Und hi, Teamspeak, Leonie. Hast du mittlerweile Teamspeak? Hat's funktioniert? Sag ja oder nein. Sag bitte ja. Bei ist heraus. Sag ja, sag ja, sag ja, sag ja. Ja, 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 sag ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Also, Tanja? Dennis? Hast du denn schon einen halben Löffel Natron, Antus? Nein, aber dafür das andere. Jedes ich andere. Habe kein Natron im Haus. Warum nicht? Kannst du es von mir haben. Weil ich es noch nicht gekauft habe wieder. Ja. Tanja 321. Warte, bist du schon da? Ja, los. Kommt da. Ach, ihr habt alle gewartet? Ja. Yeah. Sorry. 3, 2, 1, los, kommt ihr? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Egal, hallo. Ich laufe. Also kann auf jeden Fall danke fürs Warten. Ja, kann davon eigentlich gebaut. Schlecht werden? Cool. Nein, nein. Da ist auch nur nein. So Pulver. Ne? Es kann nur ein Block werden, wenn Feuchtigkeit drankommt. Wichtig ist, das Wichtige ist, dass du, wenn du Natron genommen hast, wirst du extrem aufstoßen. Das ist ganz wichtig. Warum ist das wichtig? Wichtig ist. Okay. Weil du die ganze Zeit ein Rüpfen bist. Nein, das muss einmal so richtig oder zweimal so richtig einen rauslassen und dann. So viele Leute, die Schulz heißen, kenne ich gar nicht. Lena Silent Bridge, Hallöchen, schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Bist du wieder das neue Jahr geflutscht? Gerutscht, meinte ich. Geflutscht. Ach ja. TS klappt nicht, warum klappt das denn nicht, Leonie? Verdrückt ausgekehrt. Hast du es denn überhaupt schon probiert? Da gibt's bei verdrückt YouTube ganz viele Videos, die erklären genau, wie das funktioniert. Ja, Steffen, wo willst du denn hin? Das ist bei ihr ein bisschen kritischer, bei Leonie. Ja, lass mal nach Hause, dann kann ich ein bisschen bauen. Ich mach. Inwieweit? Dass sie sich mit dem Account vom am PC beziehungsweise vom Tablet aus muss sie sich einloggen auf dem Account von Anja, um sich dann darüber Teamspeak runterzuladen, weil ja Teamspeak offiziell Geld kostet. Und dann muss sie ja das auch noch über, also muss ich sicher noch einloggen bei uns auf dem Server und so weiter. Zur Mühle, ne? Ja. Mühle, genau. Zur Mühle. Was, Lee, du hast keinen Speicher? Wieso hast du keinen Speicher? Das Teamspeak verbraucht doch kaum was. Dann werde ich mal auch in deine Nähe ein Haus bauen, dass ich mal das ganze Scheiß hier verbaue. Wir können auch das zu Hause gemeinsam nutzen, das ist doch kein Ding. Aufzubill. Ja, oder so. Ja. Oder du baust dir die Burg auf. Ja. Oder so, ja. Oh, hier. Ah, oh, auf den Bügel. Leo, Thomas. Seid ihr Thomas mit rein oder nicht? Ja. Hier oben baue ich. Nee. Cool. Wir spielen okay. Das. Ist, also, Thomas nee, will nee. Auch. Thomas will auch, wenn gar nicht so uns ist, im Warteraum nehmen. Achso. Der ist. Nee, dann wartet er nur auf Franzi. Ja. Ah, okay. Er ist schon wieder weg. Okay. Wie gesagt, deswegen ganz wichtig: nur ziehen, wenn die im Warteraum sind. Weil dann wissen wir, ja, 100% das... die wollen. Ne? Okay. Lena schreibt, sie ist beides. Sie ist reingeflutscht und reingerutscht. Das musst du jetzt genauer erläutern. Nein. 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 Ja, Lena, das Doofe ist, dass wir jetzt nicht in Discord sind und wir dann wieder Leute haben, die dann halt nicht ins Discord rüberkommen können. Aber ich kann theoretisch parallel auch in Discord rein. Dann höre ich zumindest dich, wenn du irgendwas sagen solltest. Hört sich dann für uns an, als wenn Olli selbst Gesundheit führt. Gesundheit. Zwischendurch, aber... Gesundheit, wer macht denn... Weiß ich nicht, ich hab grad ein Geräusch gehört, was irgendwo... Ich hab geschluckt, Entschuldigung.
Ach, du hast geschluckt? Nee, das, was ich gehört habe, war was ganz was anderes. Ja, das war einfach so. Aha. Und wie stellte sich das dann da? Bilder im Kopf, überdauern, bis in die Ewigkeit oder irgendwie so. Feuerchen auf dem Zimtstern, so. Nee, definitiv nicht von mir, von dir okay. Was? Ich negativ, weiß nicht. Negativ. Ja, bin Zimtstern. Ich wollte nur höflich bleiben. ja. Alina, warum bist du so schweigsam? Konzentriere mich. Aha. Alina schockiert von uns. Du bist eine Frau. Überfordert. Du bist eine Frau. Wir haben das Kind. Ja, gehabt. Aber erst seit kurzem. Ja, aber eine Frau kann ja drei Sachen auf einmal. Oder nicht? Ja, Mann, ich bin auch gerade erst zur Frau geworden. Jetzt gibt mir ein bisschen Zeit. Du bist erst Frau geworden? Hast du neue Implantate drin oder was? Komm, Alina, pack aus! Ich meine nicht die Implantate. Ich meine jetzt die Ausdingsbums. Ausdingsbums, okay. Ehrlich. Ich packe vor dir gar nichts aus. Ja, nicht. Los, pack die Zitrone aus im Sommer. Hasenrennen in 3, 2. Oh, ja, ich finde das Hasenrennen schon wieder nicht. Ich reite immer erst aber falsch. Wie war das, wenn das Leben die Zitronen gibt? Ne? Mach Wach drauf. Ja, dann falte ich die. Steffen, ich musste ja Silvester an dich denken, ne? Oh, ja, ich glaube, du hättest Pipi in der Augen. So, 3, 2, 1. Die haben nachher alle offenen Alkoholflaschen einfach zusammengekippt und getrunken. Oh, was? Ich hasse dieses scheiß Hasenrennen, hat das passiert? Das ist eine Todsünde. Ich liebe dieses Rennen, habe ich das auch mal erwähnt? Ich hasse es, habe ich das mal erwähnt? Ja, habe ich auch gerade gesagt, habe ich das schon mal erwähnt? Uli, da bin ich komplett bei dir. So, ihr Lieben und Lieben. Also ich hab schon her. 7 Stück, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Was hab ich? Ich hab 3. Ich hab schon 7 Stück. Ja, ich hab auch 3. Bin mal kurz auf Kill. Okay. Ich hab 3 und 1. 3 und 1? An der Klatsche. Achso. Ja, das hab ich 3. Na, jetzt hab ich schon 7. Nee. 9. Bah. Ich hab jetzt auch 9. Wieso hast du schon 9? Ich hab jetzt 7. Weil ich jetzt 10 hab. Ich hab auch 10. Warum hast du jetzt auch 10? Weil ich kann. Noch nicht 10. Jetzt hab ich 10. Jetzt hab ich 9. 11. Wie sie sich alle anstellen. 11 hab ich übrigens auch. 11. Bleib stehen, du scheiß Karnickel! Das war 12. Ich hab 12. Ich geh zum Team. Bleib. Geht doch. Ich bin im Ziel. Ich bin sowieso schon im Ziel. Ah. Ich erscheine jetzt. So. Leonie schreibt, ich bin in Discord drin, ich guck gleich mal nach. Ich war lange nicht online. Weiter geht's zu nach Marley zu. Marley? Marlene schreibt, ich hab dir ein Video geschickt, schau ich mir nachher an. Ein Video sogar. Du weißt doch, dass ich noch erkältet bin und das seit letzter Woche Mittwoch. Ja, okay. Dann auf jeden Fall nochmal gute Besserung, wie ist jeder erkältet derzeit. Oh, ich muss so. Steine sammeln, Nettie. Wenn wir nicht wieder auf Action gehen, dann brauche ich Steine. War ja klar, der Einzige, der nicht kommt, ist Olli. Und ja, der sagt gleich wieder, ich hab mich verritten. Obwohl, ich hab den Chat gelesen. Ja, der muss ja auch nicht kommen. Ich hab mir ja vorgenommen, richtig. Ich meine, ich kann. Das wollt ihr gar nicht sehen. Außerdem haben wir dann kein Bild mehr im Chat. Also im Stream. Wo bist denn du jetzt? Ich bin jetzt hier, da. Wo ist denn da? Na, ich reite hier gerade den Berg runter. Okay, versuch mal mit der anderen Seite. Ist ja nicht so, dass es hier ungefähr 1000 Berge gibt. Siehst du den Heißluftballon? Also nicht der, wo die drei in der Luft hängen, so, sondern... So, 3, 2, 1. Boah, ist das jetzt dein Ernst? Ah, danke fürs Erklären. Toll, und ich stehe hier und bin noch nicht mal angefahren. Ich glaube ja, nee, wir hatten kurze Zeit kein Internet. Na, ich stand da schon so drinne, weißt du, und du... Ja, wo bist du denn jetzt genau? Auf welchen Olli? Ja? Mal eine ganz blöde Frage. Was, müsste es ja eigentlich auch ziemlich aufgeschmissen sein, wenn, Internetausfall und so, ne? Kriegst ja kein Licht mehr an. Ja, da kann ich ja noch selbstständig das Licht anmachen. Ne? Ah, du musst ja aufstehen, Alter.
Oh, jetzt krieg ich Ohrenschmerzen. So beim Stromausfall wird so, Alexa, hallo, Alexa, hallo, bist du da? Hallo, Alexa. Ich bin da und komm dann. Ich auch. Nein, mich hat sie an der Alexa-App verwiesen. Aber selbst über die Alexa-App konnte ich kein Licht anmachen. So, Steffen. Auch wenn ich da Internet hatte. Wir müssen Kohle looten, das heißt, wir müssen weiterkommen, Kohle zu bekommen, um die nächsten coolsten Waffen zu kriegen. So, ja, sag 3, 2, 1 und so, ne? Einer mit bloß dran, dass ich muss Steine. Obwohl, hier können wir einfach so starten, ne? Ich muss Steine farmen. Ganz viel. Steine. Das ist ja nur am Kreis reiten hier. Warte. Okay, wir hätten theoretisch nach Idris machen können, ne? Aber es ist zu spät. Ja. Von meinem Haus ist ein Mob gespawnt. Hier oben. Hallo Gina, hallo Bunny. Ja. Ja. Und hallo Besuch. So, und wo geht's danach hin bei euch? Ich guck gleich. Ah, Victoria schaut zu. Hi, Victoria. Ich gehe jetzt mal ganz kurz einmal ins Discord, um zu gucken, ob Leonie da ist. Mach mal. Da ganz einsam wartet. Livestream da. Hallo Gina. Kannst du für mich deine mal fahren? Hallo. Ja. So, du normale? Also normale? Leonie, nicht wundern, ne? Ich rede nebenbei noch mit den Leuten am TS, deswegen ist es vielleicht ein bisschen verwirrend. Hallo, ich bin offen. Hallo Leonie. Aber du kannst ja theoretisch noch gleichzeitig über YouTube hören. Genau. So. Oh, die spawnen irgendwelche Lichter. Wo müssen wir jetzt hin? Dings. Weingarten. Weingarten. Aber die sind ja nur nachts da, warum? Ja, Toten, bitte. Was? Der Weingarten ist nein, Leonie, TS hasst dich nicht. Ja. Wenn du erst einmal drinne bist, irgendwann. Musst du Baro direkt, Olli? Du meinst jetzt die Rennstrecke? Nein, wo du direkt hin musst. Weingut. Zur Baroness, oder? Naja, ich wollte jetzt hier die ganzen Mal drei Rennen machen, oder? Ach so, okay. Sehen die nicht auch das so? Die drei Rennen hinten? Was, der Weingarten? Welche drei Rennen hinten? Na, aber ja, das schon, aber weil du sagtest, von wegen gelbe Punkte und so. Ich würde erst mal drei Rennen machen. Okay. Geh mal zur Mine, ja, ich brauch Steine. Ich höre hier gerade ganz oft, Ja, ich bin gerade in, ich bin gerade, doch. Livestream. Läuft danach. Ja, der Livestream ist ein bisschen verzögert, Leonie. Deswegen hörst du auch die anderen nicht zeitgleich. Und Tanja, hast du dir eigentlich ein neuer Luis reingezogen? Nein. Weil es sind alle im TS, außer du nicht. Ich war krank. Ich bin immer noch krank. 3, 2, 1. Oh mein Gott, scheiße, ich will raus. Ich hab's mir angezogen. Du willst raus. Der Sukram ist... Ich bin gerade ausgelöscht. Und Muskatnuss. Muskatnuss? Ein Kilogramm Kartoffeln. So geil. Was für eine Kartoffel? Ich hab Silvester Cocktail. Louis Defoné. Achso. Lief auch, die außerirdischen Kultköpfe lief auch. Ja, das war, das ist klar. Das ist Kult. Oh, Bunny hat alles so. Genau. Klock, klock. Ich hab Cocktail getrunken, Silvester. Dann haben wir irgendwas gemacht, da mussten wir Ekelcocktails trinken. Selbstgemischt. Ich hab so viel Zitronensaft da reingekippt, die haben so alle das Gesicht verzogen. Also meine haben geschmeckt, was? Oder Olli? Ja, apropos deine haben geschmeckt. Ne? Ich hab gemixt. Was hältst du davon, dass wir deinen Vorrat ja, komm rüber, ich hab noch jede Menge. Was sagst du? Ich brauch 43er Stift. Genau. Von den 111 Euro, was ich für das ganze Zeug ausgegeben habe, ne, was jetzt nur Alkohol angeht und ein bisschen so, hätte man locker 50 Euro einsparen können, ne? Von dem was wir getrunken haben. Ja, das steht ja hier, wird ja nicht schlecht. Also ja, ja, richtig. Wenn du Bock hast, dann kannst du mal rüberkommen, dann können wir hier einen oder zwei trinken. Dann machen wir uns eigentlich den 43er kannst du mir auch spendieren. Ich höre den Stream doppelt. Ich geb sogar noch einen Liter Milch dazu.
von den 111 Euro, was ich für das Ganze. Ein Liter Milch zu der ganzen Flasche? Nicht ein Kilogramm Köpfel. Ich bin weg, bye bye, Lena. Drei Eier. Und Muskatnuss. 90 Gramm, der. Aber sonst geht's euch gut, ja? Am besten. So, Rennen Nummer 2. Macht ihr eigentlich auch gerade die Rennen, ja, ne? Ja, ich bin mittendrin. Ach so. Und ich hab kein Ekel, Alfred. Du bist mittendrin statt dabei, ja? Richtig. Ja, okay. Deswegen will ich ja die Kohle haben. Weil das ist so komisch. Und dafür brauchst du Kohle. Victoria schreibt, Mist, bist du ja online. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich heute live gehe, ne? Das hatte ich ja schon angekündigt. Wo ist Victoria? Victoria bei Facebook, auf der Facebook-Seite. Ah, okay. Ich habe nur YouTube. Gestorben. Nein, doch nicht. Leonie, ich glaube, ich höre bei dir den Stream. Und noch eine Abkürzung. Ja. Gewonnen. Auch nicht schlecht. Wahrscheinlich, leider. Wahrscheinlich. Okay. Das Coole ist, ich kann von hier oben dein Haus sehen und meine. Und die Mine und die Burg. Ich habe hier oben echt eine geile Übersicht. Ja. Und Leonie, ab wann machst du YouTube? Und irgendwann kraft mich, genau. Was? Ab wann machst du YouTube? Ja. Ab wann ich YouTube hab? Ja, ab wann du YouTube machst. Also, so, weißt du, so richtig so Videos und so. Was wäre? Weiß ich nicht. Und jetzt? So. Ja. Diese Stille gerade. Welche Stelle? Stille. Diese Stille im Bauch. Stille. Und nicht tut man atmen. Gesundheit, Alina. Oh, Gesundheit. Ich hab gar nichts gehört. Kam es hinten oder vorne raus? Und ich brauch keinen Spaten. Nein, nicht aus dem Zimtstern. Das kam oben raus aus dem Riechholben. Kannst du mal was anfangen? Was denn? Mach doch, fertig zu machen. Dankeschön. Also Zimtstern ist was Tolles. Ich weiß nicht, was ihr alle macht. Oder so. Ja. Also ich esse die gern. Ich? Ja gut. Ah, das willst du nicht essen, Andi, glaub es mir. Ich hab gar nichts gehört, kann man es hinten. Wenn sie gut gebacken sind, ja. Und lacht sich wieder an Mamas Weihnachtskekse. Hat die Höschen? Oh mein Gott. Gebacken sind die lecker. Was? Waren die denn auch frisch gewaschen? Die Zimtsterne. Die Zimtsterne? Ja. Oh, Zimtsterne. Ja. Oh. Vor allen Dingen das Weiß. Abkürzung. Der Zuckerguss. Egal, ich bin jetzt ruhig. Aber der schmeckt auch. Das liegt immer so, ne? Der ist so süß. Könnt ihr jetzt mal bitte auf. Wir noch nur was Zimtsterne. Stimmt, wir haben kein Weihnachten mehr. Jetzt ist ausgezimt Stern. Ich hatte überhaupt keine Kekse zu Weihnachten. Ach, ich schon. Steffen, ich bin mal. Kinder. Das war die beste Abkürzung aller Zeiten. Deine Ente muss getötet werden. In Abkürzung bin ich der Beste, wenn ich nicht stecken kann. Ups. Hallo, Bettchen. Bettchen? So, wo geht ihr als nächstes hin? Garten? Hallo? Garten muss ich auf jeden Fall auch, aber ich weiß nicht, kann man nicht irgendwelche Quests auch hier bei der Baroness direkt annehmen? Ich rede von den Rennen. Ach, bin ich bin hingelegt, oder? Hi. Hi. Hallo. Ist etwa jetzt die Anna da? Olli, sind wir auch bei Twitch hier, ja, ne? Wir sind bei Twitch, wir sind bei YouTube, wir sind bei Facebook, bei Dailymotion und bei YouKnow. Ja, Moment. Dailymotion, echt? Und bei Dailymotion habe ich sogar schon ein Abo. Das ist von einem Oliver KC. Der hat klar sich Probleme. Wer ist das denn? Ich weiß es nicht. Ah! So. Ich glaube, den kenne ich, der kommt aus Oranienburg, der fährt so ein blaues Auto.
und hält mitten auf der Straße an und winkt. Ja, und bleibt einfach stehen und winkt fremde, irgendwelche fremden Leute. Und hält die Fenster auf. Facebook, YouTube, Daily Motion. Genau, und dann fährt er vorbei, macht das Fenster auf, deutet einfach, mit dir quatschen will und fährt einfach weiter. Olli! Ich muss mal kurz ein bisschen. Olli! Ja? Hast du noch eine Livestream-Zeit? Was ist? Ob du noch den Livestream-Zeit hast, eine Bewerbung schreiben. Ja, natürlich hab ich Zeit. Olli, Twitch, Facebook, YouTube, Dailymotion? You know, aber you know funktioniert nicht so wirklich gut. You? Das soll durchschlüften, Leonie. So. Gut, ich habe hier keine Quest mehr, das heißt, wir können weiter. Wohin denn? Warte mal kurz. Ja, los, nee, ich muss mal ganz kurz gucken. Weingarten. Da müsste ich nämlich dann das Rennen, könnte ich da machen, und dann halt die ganz normalen Quests würde ich da gleich mitnehmen. Weingarten? Hallo! Ach, da unten. Schnecke! Schnecke! Boller. Hast du einen See? Hast du einen See gemacht? Ja? Also du willst das Gartenrennen machen, ja? Nein, ich mach da jetzt alle drei Sachen, ne? Die beiden Sachen nehme ich, ich nehme einfach schon mal alles an, was ich da annehmen kann. Ja, ich mach schon mal das Rennen. Ich habe ja nur ein Gartenrennen. Oh, der, der ist bei mir schon wieder umgekippt. Und schon ist Gina wieder leid. Ach, Jörn, ja? Der kippt ja immer aus der Latschen, genau. Ja, aber ich kann nicht mal eine Quest... Ach nee, ich muss ja hier die Quest annehmen. Du verwirrst mich gerade. Bist du jetzt bei Björn oder bist du jetzt bei Björn? Ja, nee, ich bin mal rechts daneben bei... Wo ist der Papa? Bei ihr, bei der. Bei ihr, genau. Ja, ja. So, Charlotte Silent World. Hallöchen. Charlotte lebt auch noch. So, 3, 2, 1, los geht's. Guckuck. Guckuck. Rebe. Danke. Hoppel, hoppel. Hoppel, hoppel, hoppel. Ich hänge hier schon wieder. Hänge schon wieder. Was für ein Hänger? Ja. Er hat einen. Genau. Was und los? So. Was ist los? Du sollst mir nicht mit dem. Das sage ich jetzt nicht im Livestream. Ihr haut mich gerade. Ich kann ja mein Hund verprügeln. Ich glaube, wir haben gleich schon einen Zuschauer mehr, Olli. Okay. Wieso? Wir haben jemanden, der dem ist langweilig und der fragt jetzt, wo wir es sind. Dann habe ich das dann alles durchgerattert und jetzt, ja. Ich guck mal, ob er reinguckt. Mal gucken, ob er guckt. Na, ein paar Scherz haben wir schon. Der guckt gerade. Oh Mann. Mit Cookies? Ein Arsch, ein Eimer. Mhm. Spring! Das Pferd ist nicht gesprungen. Wo ist ein Eimer? Kein Springpferd, wa? Ja, ist das ein Standpferd? Ja, wahrscheinlich. Okay. Da sehe ich nur einen Typen. Olli, wink mal. Was? Ist er winken? Ja, tu mal winken, der sieht dich. Tu mal. Wenn er schon sagt, er sieht nur einen Typen, ja, das ist total unfreundlich, wenn er schon ja, so anfängt. Ich liebe das. Tu mal. Ist er wink mal, dran. Falsche Hand. Olli. Hier rum ist, glaube ich, besser. Warum tust du denn so? Aber ich verkack das Rennen, wenn ich winke, ist mir gerade aufgefallen. Egal, zu spät. Wenn dein Pferd sowieso nicht springt, dann kannst du auch winken. Was? Ja, genau. Und wenn es ist mit den Schinken? Ich war hier eben auf Multitasking, ja? Mitten im Rennen und WhatsApp am Schreiben. Charlotte, wie geht's dir eigentlich? Wir müssen noch was umsetzen, ne? Wir hatten eigentlich schon was geplant gehabt. Weißt du noch, zum Thema ein Stream, wo du im Stream singst und so? Vor allem genau, Olli, oh. Olli hat uns einen Stream von dir versprochen. Steffen, wieso hast du gerade den Himmel? Nicht versprochen, ich habe gesagt, dass wir was eventuell mal machen. Hä? Den Himmel. Wenn sie bis dahin noch die Mut dazu hat. Pink. War cool, oder? Von der haben wir ja schon lange nichts mehr gehört. Du warst im Rennen machen und danach oder dabei am WhatsApp schreiben. Ja. Ich würde aufpassen, ne? So, Handy am Steuer und so kostet 200 Euro. Auch deswegen hat man ja auch Zügel in der Hand und kein Steuer. Gibt zwei Punkte.
Und außerdem lenkt er das Pferd mit den Beinen. Was machst du, wenn du genug Punkte zusammen hast? Dann kaufst du ein Fahrrad, ne? Genau. Genau. Mir geht's soweit gut und ja, müssen wir. Genau, sag ich, ja, müssen wir. Das heißt, demnächst, ja, gibt's einen Livestream, wo Charlotte, ihr sagt Titel und sie singt sie. So. Kann ich die Punkte gegen ein Fahrrad tauschen? Muss ja echt mal was Straßenverkehrs anbringen. Ich hab's niemanden weiter großartig erzählt, außer alle. Ich hab nur erwähnt, dass wir da eventuell mal irgendwann mal auf die Gedanken kommen und das tun. Wollen Sie jetzt sofort? Mit dir sofort. Ford haben die ja dann. Apropos Ford. Also Versicherung, langsam Schnauze voll. Wir überlegen, das Auto als Firmenfahrzeug anzumelden. Echt? Okay. Ja. Okay. Der Versicherung kommt nicht auf die Füße. Toll. Natürlich doof. Füße. Was hast du denn erwartet in NRW? Das dauert alles etwas länger. Naja, aber die sind ja noch langsamer wie die Deutsche Bahn. Macht auf geht. Was? Der war gut. Wo bleibt denn der Olli? Wo ist denn der? Was ist hier eigentlich los? Olli, was machst du? Die pflanzen ordentlich. Oben bei der Baroness oder wo? Ja, ich laufe hier gerade ein bisschen rum. Langweilig. Sehe ich auch so. Ja, nein, einer muss ja, ne? Hey, ich stehe hier nur rum und warte. Ja, ich mache jetzt das Gartenrennen, das Rennbahnrennen. Du kannst ja nicht einfach rumpflanzen, also das geht ja gar nicht. Also. Was machst du für ein Rennen? Alte Rennbahn. Derzeit. Macht das von denen keiner? Schahin mal nicht. Na, das muss ich nachher auch noch, glaube ich, machen. Das sieht ja auch, glaube ich, so warum das, ne? Aber ihr könnt ruhig das schon machen, dass euch nicht langweilig wird. Wo ist denn der Olli? Ah. Machen wir jetzt auch. Aha. Ich gehe Olli suchen. Hey, ich lasse immer meine Ruinenblöcke. Die habe ich falsch geblockt. Als wenn hier gleich anfängt zu singen, bin ich raus. Wieso bist du dann raus? Nach dem Wand fällt alles ein. Hä? Reißt du wieder alles ein? Ich reiß wieder alles ein, ja. Die Mauer. Bisschen Deko. Wer scheißt dich ein? Na dann komm. Und den Olli nicht. Wo ist Olli? Der Olli ist durchgehend unterwegs, vom Blumentopf zu Blumentopf. Ja, ich merke das schon. Sag mal, machst du das alles zu Fuß, oder was? Nein, muss ich ja. Vor allem, wenn ich da dran stehe, hör, du musst von dem Pferd absteigen. Also laufe ich gleich, bevor ich mal absteige. Oh, wei. Find Olli nicht. Ich hab ne Idee, Steffen. Warte mal. Bringst du Steine mit? Wie kann man nochmal sein Pferd rufen? Das geht ja mittlerweile auch, hab ich gehört. Cool. Was kann man? Sein Pferd rufen. Wartest du auf mich? Rufen? Wenn es zu weit weg ist, kannst du irgendwie was machen und dann kommt es angelaufen. Wenn du es herausgefunden hast, sagst du mir wie. Ja. Ich bin auch dran. Hä? Sorry, ich bin schon fertig. Kann auch sein, dass ich das mit Red Dead Redemption verwechsel. Überlege ich gerade, das ist auch noch ein Spiel, wo man musste das Pferd rufen. Irgendeine Taste. Sieht das jemand von euch? Wo seid ihr denn jetzt alle? Ich höre dich aber auch total leise, Leonie. Bei Skyrim kannst du dein Pferd auch rufen. Ich rede nicht so laut. Was meinst du denn? Ist das so? Okay. Wusste ich gar nicht. Jetzt muss ich da ganz genau hinhören, was du sagst. Ah, jetzt weiß ich. Okay, bei A kannst du die Pferde auch rufen. Oder so. Oder du, kommst ins Teamspeak. Oh, nein, rufen, und nicht kochen. Leonie, zum nächsten Mal schaffen wir das, ne, dass du ins Teamspeak kommen kannst. Okay. Also Red Dead Redemption, das weiß ich. Ja, da musst du ja auch rufen, ne? Aber bei Skyrim doch nicht. Doch, Skyrim? Natürlich. Doch, da kannst du das bei Skyrim auch rufen. Ja, richtig, ich auch. Ich hab keine Ahnung, ich spiele das weder das eine noch das andere. Ja gut, okay, oh, von hinten höre ich gerade auf. Ja, klar. Charlotte, dann komm doch auch in SSO. Ja gut, ich bin doof. Hab's verstanden. Mach nichts. Passt alle. Ich seh den Olli. Wo ist denn der Olli? Ich seh den Olli. Der steht hier unten bei Agneta und Björn. Ach, am Garten, ne? Ich find's interessant, dass die Fenster. Super, ich bin jetzt bei der Baroness. Du besorgst mir Fenster? Ich find's ja interessant, cool, dass die Agneta und Björn heißen, wie von ABBA. Ist euch das mal aufgefallen? Ich kann hier auch mal eine normale Tür bauen. Naja, du weißt, das ist ein Schwedes. Die Tür habe ich ja, die große finde ich cool. Ja, ja. Olli, wo wolltest du jetzt hin? Baroness Rennstrecke. Du könntest hier ruhig mal so eine Brücke rüberziehen. Ich glaube, das sieht nämlich dazu, ne? So ein bisschen. Ja. Und wenn man schon da ist, kann man gleich oben nach Mario gehen.
Weil ich glaube, bei Mario habe ich mittlerweile auch wieder eine normale Quest. Du hast. Du willst jetzt echt nochmal Sternsuche machen? Ich weiß es nicht. Wie viele fehlen dir denn noch? Ne, nicht die Sterne, sondern die. Die anderen. Die Observatoriumsterne. Ach, die. Mhm. Du hast keinen Starwider mehr. Dann hol dir Starwider, Charlotte. Ach, Leonie, liest du den Chat vor, ja? Okay. Ich hab keinen Starrider mehr. Ich find's nur doof. Olli, wo wolltest du denn danach hin? Also wie gesagt, bei Mario das Rennen auf jeden Fall mindestens machen. Und dann gucken, ne? Ach, da oben. Pick. Danke. Ja, beim Opsa. Hä? Opsa, ja. Lass mir noch einen Platz für ein Fenster, ich baue dir das zweite ein. Extra zwei, zwei Fenster. Hä? Boah, Fenster. Ich cheate jetzt, ich hab Bock mehr. Was ist mit dem Livestream? Oh. Hast du Steine mitgebracht mit dir? Ja, wahrscheinlich, weil du gerade zu viel auf einmal machst. Neue Höchstleistung. Hey. Alina schüttelt. Also machst du da oben die Lücke zu? Abgeben und dann zum Opfer, oder wie? Ja, würde ich sagen. Immer diese Vertonungen hier. Ich gehe jetzt aus der Live. Das Observatorium rennen. Verzögert sich um wenige Stunden. Okay, mach das. Ja, wo noch? Ich gebe dafür kein Geld mehr aus. Star Stable hatte vor kurzem erst ganz viel Starwider-Dinger wieder rausgehauen. Dass man's, ich glaube, jetzt bekommt man das ja 30% Rabatt drauf. Wir haben Start und warte. Wenn die das bei mir machen, dann... Was? Wo dann am Start? Beim Opfer. Super. Ich hab gerade bei der Baroness aufgegeben. Warte mal, wie viel los? Ich gar nicht. Drei. Ich hänge mir jetzt so eine Regenbogenflagge vor der Tür. Du kannst noch eine hier von mir holen. Ups. Ich hab auch noch eine. Ich bin schon so. Hallo Baroness, wie geht's dir? Olli? Ja? Weißt du eigentlich, dass du schon seit einer ganzen Weile Post hast? Bei SSO? Das täuscht. Ja, ich kann's nicht abholen. Das rote Schild ist nur Deko. Ich kann's nicht abholen aus dem Grund, weil mein Inventar voll ist und da ist noch Weihnachtszeug drin. Voll ist. Jetzt schon die Zeit voll, okay. Jetzt verlaufe ich mich schon auf den Ölfeldern. Also Olli, schäm dich. Also Olli, ja. Und ja! Klappt nicht. Ich reite außen rum. Steffen? Mhm. Ich hab was gefunden. Was hast du gefunden? Die falsche. Okay. Du flüsterst. Sag ich mal, was mach ich mir hier für einen Scheiß zusammen? Das kann ich dir nicht sagen. Was sind das für Steine, die du verbaut hast? Die ich verbaue? Ganz normale Steinblöcke. Nein, die anderen. Passierte Runensteine. Und Gesundheit. Danke. Bist du jetzt am Start, Olli, oder? Okay, mein Handy ist noch schlecht. Your Hallo. Guten Abend. Hallo. 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 Leonie ist aber in Discord. Wieso ist sie in Discord? Weil sie nicht ins Teamspeak reinkommt. Wie kommt sie da nicht rein? Weil sie keinen Speicher hat. Wenn ich es richtig verstanden habe vorhin. Aus unerklärlichen Gründen hat sie keinen Speicher, obwohl ihr Tablet neu ist. Ja, auf dem Handy, sagte sie mir das. Ja, nee, du kannst auch Teamspeak auf dem Tablet nutzen, ne? Das weißt du. Hab ich ihr auch gesagt. Mach es aufs Tablet. Nee. So, 3, 2, 1. 1. Du hast erstmal eine Treppe gebaut, Nettie. Ah, nee, du kannst ja ins Discord gehen und das ganze genau so erklären. Wollte ich jetzt gerade auch. Da kannst du ja irgendwo hinziehen. Und ihr könnt ja mal kurz ein bisschen quatschen drüber. Mhm.
Und ich stelle Robert vor die Tür. Ja, Leonie, deine Mutti kommt ins Discord, ja? Robert, die haben mir eine Drohung. Deine Mutti? Hör mal, so alt ist Anja auch noch. Betont offen noch. Mutti ist legitim. Ich kann auch sagen, Mutter ankommt. Ja, Mutter? Ist alt. Der ja, Alte regt so an. Hör auf zu Mutti. Wenn ich sauer meine Mutter war, habe ich immer Mutti immer zu ihr gesagt. Ja, ich auch. Mutti. So, ich mute mich mal gerade hier dann. Okay. Okay. Hab ich damals, ich weiß nicht, Mutti ist bei uns mehr so ein, so alte Oma, weißt du? Ne, bei uns nicht. Bei uns ist es so. Nee, bei mir eigentlich auch nicht. Als Baby habe ich schon Mutti gesagt. Jetzt Mutti sagst du da, Mama sagst, also. Sagt meine Mama zu ihrer Mama, also das ist mehr so was für Ältere bei uns. Ja, okay, nee, finde ich gar nicht. In NRW also, ist es so. Ja, ist so. Und wo ich in Stralsund war und ich schwimme da im Hansedom, schwimme da so eine Runde und an mir vorbei schwimmt so eine. Sag ich Mutti? Frau. So eine Mutti, genau. Und, Nettie, kannst du mir eine Rüstung bauen? Und das Mädel brüllte noch Mutti und ich dachte so, nein. Mutti. Mutti. Mit Doppel-D. Ja, mit Doppel-D. Ach, das war dreimal D. Wie jetzt? Was war da das Doppel-D? Das musst du jetzt mal genau. Ja, das Wort Mutti. Ach so, das Wort. Ich hab G, nicht D. Ach, alles klar. Was denn für eine Rüstungsbank? Hier so eine Werkbank. Das Alphabet ist ja lang. Gibt es auch Z? Und wenn ja, wie sieht Z aus? Weiß ich nicht. Das nennt man nee, Fall. Tun mir mal gefallen. Abhaken kriegst du beim Hühnchen auch nichts mehr. Abhabes Fallobst. Ja. Immer dieses Rumgeheule. Ja, wa? Erst klaut er mir mein NPC und dann soll ich für ihn bauen, weißt du? Also schäm dich, Steffen, also. Doch, du wolltest den Robot nicht. Also schäm dich jetzt, ja? Gestern hast du ihn vor der Tür geworfen, ja? Du hast gesagt, hau ab. Hab ich gerne. Das ist die typische Frauenkrippe. Das ist so. Jetzt willst du Sterne jagen, ja? Was bist du jetzt? So? Ich weiß nicht, ob ich das will. Obwohl, ich kann ja auch schon eine gelbe Quest machen. Die große Aufräumaktion. Oh. Was muss ich denn dafür tun? Ich muss... eine gelbe Quest machen. Ja. Ja. Ich muss dafür erstmal mich einmal wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Ja gut, wenn du willst, dann gehen wir weitermachen, wa? Okay. Nee. Wie nee? So, hier vorne ist irgendwas Gelbes. Okay. Ist das da oben? Was will er? Also hat der Hasi hat das schlimme Wort gesagt. Die Sanitär. Ja, dann zahle ich halt 5 Euro in die Schmutzkiste. Die Schmuddelkiste? Ich sehe was Gelbes auf der Karte, ich weiß nicht, wo das ist. Ist das unten? Stopp. Ich wäre fast runtergefallen. Ach, guck mal, ein Bett hat er sich auch schon alleine gebaut. Ich gehe mal nochmal nach unten. Gebaut habe ich nicht, das habe ich einfach irgendwo mitgenommen. Alter, was? Ich habe die Burg geplündert, wo wir waren. The Heaven on Fire schreibt, musst du mich mal rein und wo soll ich dich denn reinrufen? Kann ich auch. Achso, der ist oder was? Ja, Theo ist da, aber unter... Aber ist Theo the Heaven, weiß ich was? Weiß ich gar nicht. So, wo seid ihr jetzt? Dann bau dir doch deine Werkbank selber oder geh klauen. Bald sagen, ich guck mal kurz in Discord, aber in Discord ist das immer ein bisschen doof. Ja, am besten Teamspeak. Da. Aber in Discord ist auch niemand. Ja. Da können wir euch ziehen. Hä? Halt doch mal, wie viel... Es wäre schön, wenn du mal stillhältst, damit ich irgendwo das Ding hier hinzimmern kann, so. Also Steffen, stillhalten. Wir nicht. Es ist dunkel draußen. Nee, das ist da oben. Ich muss wieder nach oben. Wie mitten das ist im Gang? Irgendwas oben. Am Ostatorium, wo ich jetzt was machen muss. Oh. Das war verkehrt. Und das war klar. Ich glaube, wir können alle froh sein, dass Olli hier den Lift fertig hat. Hä? Das was? Dass du den Lift fertig hast, sonst musst du alle außen rumrennen. Ja. Okay, den habe ich ja schon lange fertig, Gott sei Dank. Aber ich muss jetzt trotzdem mal zurück, weil ich habe irgendeine Quest, die muss da oben sein. Das ist total ungewohnt, eine gelbe Quest zu machen, das ist schon Ewigkeiten her bei mir. Guten Hunger. Ich geh erstmal schnell eine rauchen.
Vielleicht guckst du dir einfach mal deine Quest an. Was tust du? Genau, guck mal rein. Was guck steht mal da? Rein. Lies mal vor. Was steht da? Lies mal vor. Papagei. Ich gehe erstmal kurz dahin. Ach, da vorne ist eine Tür. Jetzt habe ich Kisten drauf. Du hebst ein paar alte Kisten auf, okay? Nicht dein Ernst! Wo soll ich jetzt damit hin? Genau, hier vorne. Der schwarze, was hier ist. Guck mal, was hier ist. Was denn da? Kohle. Was ist der Runstein? Ja, die brauche ich. Kohle! Muss ich die nach oben bringen? Der Marcel überhaupt noch da? Olli, nee, musst du einfach mal die Quest lesen. Ah. Ich lese meine Quest, was mache ich zwar ungern. So. Sammel den Schrott des Observatoriums ein und bringe ihm zur Gondel. Okay, Gondel ist falsch. Ich gehe wieder runter. Wieder da. Bibi. So, wer ist jetzt der Heaven on Fire? Ich kann hinsetzen und auch Bibi sage, aber okay. Das macht mit Tatsi auch und ich auch. Also ganz ja. Auch. Wow. Was? Ich bin gestorben, guckt nicht so. Der war gut. Da kann man auch sterben. Ich bin gestorben. Juhu. Alles gut. Wie lange bleibt denn deine Tochter, Tanja, wenn ich fragen darf? Bis morgen, so. Ne? Frag doch Alina selber. Wochenende. Genau, wie lange bleibt hier. Wochenende? Übers Wochenende. Das ist aber schön. Das ist Wochenende. Bist du mit Männlein oder muss Männlein arbeiten? Männlein ist hier. Oh. Männlein fährt jetzt gerade mit meinem Bruder weg. Ah. Oh. Ah. Ja, Finn will wissen, ob seine Schule noch lebt. Von ihm spielen, das ist nicht so sein. Nein, nicht? Verstehe ich nicht. Muss ja auch nicht. Ja? Mir wäre es lieber, dass du hier alleine bleiben könntest und ich dann schon das Werkzeug crafte, aber jedes Mal, wenn ich reise, sei ich genug. Hey, die, ja, immer, wenn ihr dir über andere Gedanken Charlotte macht, schreibt, mir ist langweilig. Dann komm ins TS. Ja, hier bei mir WhatsApp ja auch. Dann kannst du eine Runde singen. Oder du singst über Discord. Aber du kannst dann in Ruhe Schatzkisten suchen und ich köpfe mir mein ganzes Volk. Aber über Discord können wir sie nicht hören. Na, ihr hört sie dann im Livestream. Und Andi, wenn du dir über solche Gedanken machst, während wir was spielen und du gar nicht weißt, worum es geht, dann lass es doch einfach. Olli, was hast du da für ein Gerumpel auf deinem Rücken? Ja, jetzt habe ich gerade ein Hai oder so auf dem Rücken. Wusstest du, dass eine Krähe kein Singvogel ist? Ich muss dir gerade alles zur Gondel bringen. Aber Krähen sind ganz anmutige Tiere. Ja, die können ich singen. Also wenn, musst du das gerade sagen, wenn ich einen Schluck Bier trinke? Bist du schuld. Das kann Dieter Bohlen auch nicht, wenn er sie gut verkauft. Nee. Wusstet ihr, dass das ein Singvogel ist? Ja, gut. Mein ganzer Tisch nass. Zieh mir deine Schokohose an. Erzählt mir sowas, wenn ich gerade einen Schluck Bier trinke. Oh ja, Dennis, du bringst mir ja. Ja, wir haben gerade auch ganz dumme Ideen. Ne? Wir haben ein schönes Budweiser. Nein, ich bleibe herrlich. Bei meiner Medizin, Berliner Luft. es ist Pfefferminz, das ist gut für Grippe. Was hab ich mir denn gekauft? Ach, ich hab mir wieder heute Königspilzen gekauft. Aha, ja. Königspilzen. Wo ist die Königspilzen? So, ich lese mal meine Quest, wa? Hey, ein Tisch für den Ballon. Ballon? Nee, nicht Ballon, Balkon. Balkon. Ach so. Balkon. Gut, nimm den Tisch und stelle ihn auf den Balkonien des Observatoriums. Ach ja, wir sind ja weißt gerade bei FSO-Stream, denn Dennis Brust für zum Naja, also muss ich den Tisch finden. Stößchen. Ja, heiß. Und jetzt irgendwo links hoch. Ja, aber ich brauche erstmal den Tisch, oder nicht? Ja, dann hol erst den Tisch. Ja, wo ist der? Weiß ich doch nicht. Ich auch nicht. Hast aber du vielleicht schon im Inventar? Hier sieht der Tisch gut aus. Ja, steht. Komisch. Andi? Ja, was denn? Deine Auswahl war großartig. Was für eine Auswahl? Budweiser. Charlotte schreibt nein und zum letzten Mal, das will keiner hören. Wenn sie singt. Bullshit! Ja, so ein kleines Ständchen wäre nicht schlecht. Wenn wir das hören wollen, das können wir uns doch selber erstmal ein Urteil bilden, oder nicht?
Kannst du ja auch blasen, so Blasgeräte spielen? Ja. So Panflöte oder so. Nein, Schlagzeug ist schön. So Panflöte ganz schön. Du hast noch Schlagzeug zu stehen? Nein. Genau, Tanja, Gitarre? Nein. Gitarre, du hast halt ein bisschen Western, oder? Olli? Nein, ich habe gar keine Gitarre. Das war das denn nicht mehr? Das glaube ich dir nicht. Olli? Alina? Ja, ja. Mhm. Guck mal, jemand mit ganz viel Langeweile auf dem TS. Wie Langeweile auf TS? Mein Scheiß. Kumpel von mir hat Langeweile. Der guckt, hat ja auch schon zugeguckt. So, ich muss jetzt übrigens erstmal wieder nach unten. Ein bisschen rumlaufen. Will er auf den TS kommen oder wie? Hab ich das verstanden? Mach doch! Bist du schon auf dem TS oder nicht? Ich hab ihm gerade die Daten gegeben. Okay. Ja, viele Daten sind's ja nicht, ne? Nee, eben. Ist ja nur ein Wort. Ja, aber wir sind eigentlich extremes soziales Team, weißt du? Mhm. Betonung liegt auf extrem. Oh ja. Extrem auf dem Bus warten. Extrem. Extrem Zugverspätung warten. Oh, wei. Extrem von der Bordsteinkante springen. Springen. Ja, ihr kennt doch alle Extreme Hacking, ne? Mit E. Wie heißt ja, es heißt der Daniel? Oder? Hacking? Oder was? Charlotte schreibt gerade. Ich zieh mal, ja. Das habe ich mit Olli machen. Früher auch immer gemacht, wenn wir besoffen waren. Bei Olli sind wir auch immer hacken Olli gegangen. Ja. Moin! Hi Daniel. Hallo! Hallo Daniel! Hallo Daniel! Charlotte schreibt uns gerade, ich kann leider nur Klavier, Gitarre und Schlagzeug. Flöte ist nicht. Leider! Also Schlagzeug kann ich dich unterstützen. Gitarre also ein viertes Instrument muss noch sein, wenn es anblasen ist. Flöte kriege ich noch hin. Und Klavier, ich weiß, wie eins aussieht. Wir hatten ja damals auch in der Schulzeit hier den Flötenunterricht gehabt, ja. Ja. Hat man dir Flötentöne? Musstet ihr auch immer nach oben gehen, um die Ständer zu holen? Ja, ja. Davon merkt man nicht. Da habe ich mir auch so eine Panflöte geholt hier aus. Oh, fast, wäre ich fast runtergeflogen. Eine Panflöte. Panflöte, ja. Eine Panflöte habe ich auch. Oh. Moment, Sekunde, war ich bin wieder da. Aha. Alina holt jetzt ihr Schlagzeug. Aha. Nein. Nein, natürlich nicht. Ja, ich war. Tanja, weißt du noch, Katharina damals bei euch? Wir dachten, sie schläft und aber hören wir so Töne. Ja, ja. Genau. Aus dem Bett gekrabbelt, hat sich bei Florian nach Kinderkeyboard gesetzt. Jo. Was? Ja. Cool. Ich hatte damals so ein kleines Kinderkeyboard mit Mikrofon. Und wir haben alle gedacht, Katharina schläft. Nee, und dann hörst du so ein Bing, 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 und Bing, Bing. Gebrabbelt ins Mikro rein. Herrlich. Ja, klang gut. So ein Stromviech da drinnen, ne? Geh mal da und guck mal um die Ecke. Und wieder da. Baby. B und B. Das ging aber schnell. Aber ist interessant, ich hab mein Kind gemutet und ich sag trotzdem WB. Herrlich. Ja. Au, 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 au. Ja. Aber ich weiß noch, dass im Probenraum Katharina hatte ein Mikro in der Hand. Die wusste hast du überlebt? Was man damit macht. Mhm. Ja. Okay. Ja. Und Daniel, was macht die Langeweile? Ja. Ja, cool. Ja. Genau. Ne? Sich in die Länge, wa? Wächst und bleibt. Daniel, zockst du auch irgendwas? Ja, ich spiele World of Tanks und ich stelle gerade fest, dass ich... Yes, endlich mal ein vernünftiger Mensch! Also kann ich... ...dass ich gut den Talk mit auf die Handbremse gelegt habe. Das ist ganz also, Olli, darf ich ein paar Räche geben, wenn er ab und zu mal kommt? So? Daniel, knall an ja, ihn warum ab, nicht? Knall ihn ab! Gut. Daniel, ich würde dich jetzt mal ein bisschen... Das bin ich! Doch, das ist jetzt Ossis gegen Westen. Da ist er ja. Daniel, du bist bestimmt über 18. Moment, ich bin Nordwest-Unterfranke, ja? Ja, ja, ein Eingereister. Also Daniel ist über 18, gell? Ich bin Nordwest-Unterfranke. Mit Ossi gehen. Ah, ja. Jetzt. Ja, ich bin über 18, definitiv. Gut. Ja. Charlotte fragt, wie lange streamst du heute? Auf beides.
Charlotte, ich stream nicht mehr so lange. Ja, ja, also ein bisschen noch, aber nicht mehr lange. Aber Olli, du musst jetzt noch eins dazu nehmen. Weiblich, männlich und das Neue jetzt. Also ja, okay. Dings, ja, okay. Ist Dings jetzt hier gesetzlich vorgeschrieben. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Das Dings da. Das machen wir automatisch, wenn wir die erste Person haben. Ja, was, wo ist Olli? Was stehen wir jetzt hier rum? Wo steht ihr? Hier sind keine Steine. Irgendwie schnauft er. Daniel, hast du auch Steam? Berg. Bitte nochmal. Hast du auch Steam? Steam? Ja. Ja, hab ich auch. Du hast ihn jetzt allen ernst weiblich gemacht. Was? Eigentlich männlich gedrückt. Und danach, wo er gesagt hat, war ein Scherz, habt ihr wieder geflissentlich überhört, wa? Daniel, hast du auch eine PS4? Nee, hab ich keine. Keine, gut. Hallo Leidensgenosse, ich auch nicht. Bist du in Minecraft? Nein. Xbox? Nein. Bist du ein Bot? Nein. Das war jetzt gut. Naja, ich finde generell, Konsolen ist irgendwie nicht so mein Fall. Das ist irgendwie nicht kein Problem. Das reicht nur, wenn du dich mit Andi auseinandersetzt. Der spielt genau dasselbe, was du spielst. Ist alles gut. Aber ab und zu mal hier einen Senf abgeben, das passt. Ab und wahrscheinlich hat Schatzi die Hoffnung gehabt, es reicht nur, wenn du dich mit Andi beschäftigst, aus. Dann haben wir ein bisschen mehr Entspannung. Nein, Quatsch. Wer will sich hier entspannen beim Spielen? So, wo ist Olli? Weiß ich nicht, aber wir kraxeln gerade unter deinem Pony. Olli, ich kann hier unter den Rock gucken. Hallo, ich hab, wie heißen die Dinger? Chips? Hey, was heißt dir, Mutti? Ich kann dir unter den Rock gucken. Ich hab ne Reithose. Uli, nicht Chaps oder Checks oder wie die heißen. Ach, Uli. Aber ach, wie war das? Wenn die mich schon zur Frau macht, dann kann ich das bei dir auch. Na, dann geht das in Ordnung. Was hatte ich letztens? Das geht in Ordnung. Alina, was hatte ich letztens? Mir fiel das Wort Gamaschen nicht ein. Da hatte mein Pferd auf einmal Stulpen. Jo. Da hab ich mich auch weggeschmissen, wo sie das erzählt hat. So, ich hab hier eine Uhr, ich kann hier nicht mehr weitermachen. Du hast hier ein Stülpenpferd. Na klasse. So. Na, bitte nicht pupsen. So, Wenn mein Pferd pupst, kippst du vom Pferd. Weingarten geht noch nicht, Fischerdorf wollen gewisse Leute nicht. Mir ist das egal. Gewisse mir auch. Leute. Wir wollen ja keinen angucken. Auf also die Party auch warten bei Mario. Das geht auch nicht. Was? Schatz, was machst du? Wo bist du? Daniel, entweder kannst du eigentlich alles machen, was du willst hier auf dem TS. Also kommst du jederzeit rein und raus. Weil ich hätte dir das im Favoriten ein und du hast jetzt die Rechte, wo du. Ja. Gut, ich drehe mich jetzt nochmal um. Alles klar, danke schön. Also ich könnte jetzt dementsprechend entweder Richtung Nick oder New Hillquist, ne? Ich dreh mich nochmal um. Oder Sunfield Farm oder Goldspur Farm oder keine Ahnung. Steffen? Ja. Goldfield Sun, was? Bist du soweit oder was machst du? Genau, die Goldfield ja, ich Sun kann Farm. Steine kräften. Wenn du willst, können wir aber wieder zurück oder mach einfach. Ich folge euch einfach mal. Alte Rennbahn, pinker okay. Hänger. Alles klar, na dann. Nehmen? Porto ruhig zurück, ich bin bereit. Ich bin am Geld sparen. Wo geht's das hin? Du musst ja. Pinker Hänger auf der alten Rennbahn. Ich muss ja auch, Rennbahn. Was ist da? Was ich ja, aber wo, auch, besser gesagt, wo wollen wir von dort aus hin? Bibi. Hallo, Bibi. Und wie sieht's aus? Ja, sie muss jetzt Abendbrot essen und Oma will es nicht, wie so vieles andere auch nicht. Okay, aber Discord geht oder was? Hat sie heimlich gemacht. Ach doch, heimlich? Ja. Wenn wir jetzt nicht im Stream drin wären, hätte ich noch mehr jetzt dazu gesagt, aber okay. Das ist zum Thema, ich darf. Ja, mir egal. Olli, wo fährst du gerade hin? Du bist schon weg. Nee, ich bin noch nicht mal da. Ach so, okay. Olli braucht wieder länger. Ja, mir egal wohin, ich muss nur wissen, wo ich hinklicken soll. Sag mal jemand Stopp. Stopp! Jaspers Kürbisfarm. Hast du da einen gelben Punkt? Nee. Oh. Dann nehmen wir einen weiter, Fischerdorf. Ich glaube, jetzt bekommt hier gerade so Tanja so leichte. Nein, wir können auch zum Fischerdorf, ist mir wurscht. Wo geht's denn jetzt hin? Ja, wir können ja nicht zu Jaspers Farm gehen.
Olli, kannst du nebenbei auf WhatsApp gucken? Ja, natürlich. Ja, dann schicke ich dir mal was. Ich habe mich gerade eben was abfotografiert. Ja. Ich guck mal ganz kurz. Ja, WhatsApp ist auch auf dem PC aus, weil sonst wäre es ein bisschen komisch, wenn der Stream, wenn WhatsApp eingeblendet wird im Stream. Ja, dann hätte ich es ja auch direkt sagen können. Ja, deshalb habe ich gerade geguckt, ob WhatsApp ja ist aus. Lass es von der Lippe fallen. Nee. Also mit Lippe? Achso. Leonie, wie geht's dir? mir geht's ganz gut. Ich will jetzt das Rennen machen. Danke erstmal. Was für ein Zufall, dass ich auch Leonie heiße, ne? Mhm. Übrigens, ich habe hier tatsächlich was Gelbes. Ich kann dir eine gelbe Quest machen nachher. Wow, genau darum ging es mir ja eigentlich. Deswegen ja Hänger. Mhm. Haben wir durch Zufall richtig gut, habt ihr Stopp gesagt, ne? Leonie ist Silent Britka, hat sich eingeloggt. Und du hast was bei WhatsApp? Helena? Ja, ich guck nach dem Rennen. Ja, mach das ruhig. Hab ich schon wieder jemanden mit Knuspern angesteckt? Ja, Alina. Jetzt guckt sie mich ganz böse an mit vollem Mund. Was war das noch? Welche Nüsse? Nüsse? Büffel? Und Büffel. Welche Pfiff? Na, die ohne Pfiffel. Pfiff? Nee, sind keine Pfiff. Ja, und wenn, dann sind es die ohne Pfiffel. Ja, Erdnussflüpf. Oh, Erdnussflüpf? Erdnussflüpf. Pfiff? Aber ich glaube, Pfiff hat hier Dings auch noch ganz viel, Steffen, oder? Ja. Du hast ja alle in 1 reingekippt, ne? Oder? Ja, Pringet hab ich noch jede Menge. Ja. Echt? Nee, welche Sorte? Batamban. Nicht definierbar, glaube ich, mittlerweile. Willet Paprika irgendwie und Tequila. Nee, Tequila. Was? Cuba Libre ist auch noch mit bei, wa? Steffen! Dankeschön. Also die Tequila-Chips nehme ich. Also ich nehme den Lambrusco, ja? Hast du Kupfer? Ey, Lambrusco, ey, Steffen, das ist auch schon Ewigkeiten her, oder? Ja, Kupfer habe ich. Musst du mal ich hab Eisenmangel. Kupfer und dann Vierecken und dann abwerfen. So. Bestimmt, habe ich wirklich. Oh, Lambrusco habe ich auch schon. Charlotte, du hast noch gar nicht geantwortet. Warum fragst du, wie lange ich noch streame? Nee, ich weiß nicht, ich brauche die Kupfer normal in den Rohstoffen. Achso, anderes habe ich nicht. Mimimi? Oh, mein Pferd will nicht springen. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab eben schon mal gesagt, du hast ein Standpferd. Schaff ich's noch nicht. Wo muss ich hin? Nein, nein. Hab ich auch gerade gemerkt. Nach links. Das andere links, ja. Toll, jetzt hast du mich doch überholt. So, jetzt nehme ich aber einen langen Atem auf hier. Doch, hier, Kupfererz habe ich. Brauchst du Kupfererz? Nein, nur Eisen! Kupfererz habe ich, komm her, Nadine. Ich komme. Hört sich ein bisschen nach Fiesta an. Nein. Für mich nach Minecraft. Das ist ja auch eigentlich mal. Das ist das Spiel, was ich dir gesagt habe, Anja. Ah. Was eigentlich ist wie Minecraft. Darf man den Namen sagen? Da würde mal reingucken. Das Spiel? Solltest mal. Portal Knights ist es. Portal Knights. Ja. Okay, man darf den Namen sagen. Das läuft ja über nur über PlayStation, wa? Aber nicht über PC, oder? PC auch. PC auch, okay. PC kostet das allerdings Geld und bei der PlayStation derzeit. Ich bin hier gerade mal voll hinterhergerannt. Okay. Was mache ich denn hier? Weiß ich nicht. Du darfst dich bei diesen Rennen hier sowieso nicht auf mich verlassen, dann bist du verlassen. Dann will ich das nicht spielen. Was? Warum willst du es dann nicht? Doch, kostet ja was. Ja. Dafür ist es gut. Auch eine PS4. Ja, okay, bis Dennis eine PS4 hat, dann ist das Spiel wieder kostenpflichtig für 20 Euro. Was? Wir haben mit Sicherheit. So, wir haben noch eine. Ja, ich aber nicht. Aber deine Frau kann sich doch da dran setzen. Ey, das ist doch hier ein Kopf. Da sitzt doch mein Hase dran. Achso, Ehevertrag und so, ich verstehe. Ich glaube, dann bringt sie mich um, weißt du? Ja, ihr kustet da eigentlich so ins Mikro? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich weiß nicht. Immer noch, Anja, nicht Anja. Genau. Meinst du mich? Ja. Mein Pferd ist mein Level gestiegen. Ja, eigentlich ja. nicht.
Ich find's nicht. Mikro ist empfindlich eingestellt, vermutlich. Also ich höre sie ja nicht durchs Mikro, weil sie ja neben mir sitzt. Weil wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Wir haben so einen leichten Dauersturm. Also ich gehe jetzt da, wo ich die Quest annehmen muss. Also ich gucke mal. Mach mal. Bei Jasper oder wo? Ich muss das Mikro einfach mehr nach unten schieben. Und nicht so in die Nase. Ich muss hier in die Nase. Apropos Nase. Da gab es davon so ein wichtiges Thema. Wolltest du mal drüber reden? Ich hab's eingesehen. Ich muss jetzt hier übrigens wahrscheinlich zu Pi hoch. Du, ich glaube, das ist Pi hier oben. Ja, dann viel Spaß. Wo müsst ihr jetzt hin? Zu Pi. Ich glaube, das Rennen hier unten. Die Hexe. Und Olli muss Pipi. Ich meine, Olli muss. Die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Party. Oh, Emma hat hier die ganze Zeit hier oben getanzt und jetzt komme ich hier an, hört's auf zu tanzen. Ist aber peinlich, wa? Emma? Emma, Manu, Rudi, hallo, kannst du mich bitte grüßen? Ja, schöne Grüße an dich, Mann. Gesundheit. Und schön, dass du rein schaust. Currywurst. Ja, schöne Grüße. Ja, Grüße zurück. Ja, grüßt dir wen? Irgendjemand. Ich grüße euch. Gesundheit. Ich glaube, ich muss absteigen. Was? Ah, Five verpellt. Die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Warum ist mein Spiel gerade ein bisschen verbuggt? Ich komme hier nicht weiter. Wo bist du denn? Bei der Hexe. Wer muss Pippi? Olli. Ja, das Spiel ist verbuggt. Ich kann das nicht rüberziehen. Ich muss mich mal einmal neu reloggen. Ja, und dann gehst du Pippi. Ja, du musst ja Pippi gehen. Geh doch mal Pippi, Olli. Ausgelagert, ja. Geh doch mal Pippi. Olli, du Maus. Hast du gerade Maus zu mir gesagt? Ja, damit es nicht reimt. Na, Olli, Mäuschen. Auf, Pippi, Pippi, Pippi. Ich reagiere auf sowas jetzt gar nicht. Läuft schon. Immer schön abschütteln. Läuft bei dir, wa? Ich so. Klebe fest. Das Spiel startet erneut. Hör auf die Pipi. Wo klebst du auf die Blase? Im Sattel? Ja, genau. Flock. Und wie ist die Zacke jetzt, Steffen? Verlange ja, es nicht. Genau. Daniel, warst du schon einkaufen? Ja, klar. Aber hast du alles in sehr kurzer Zeit dann geschafft, ne? Ja. Ich glaube, ich nehme gerade die Burg auseinander. Irgendwann ist die Burg weg. Ich weiß gar nicht, wie ich Gas geben kann, wenn ich wieder nach Hause will. Wie lange? Wie weit ist der Weg dorthin? Ja, Leonie so Pienen dann eingeloggt. 15 Minuten? Doch, so lange, ja. Ja, plus was? Die Zugschranken, die dann schön unten waren für 5 Minuten. Ja, okay, dafür, dass du komplett nackt warst, ne? Was? Zu dem Zeitpunkt, was, wo... Du warst nackt? Nein, was? Nein, sie hat geschrieben, sie hat mir in der Nachricht... Nackt einkaufen können? Sie hat mir in der Nachricht geschrieben, sie ist gerade duschen. Und geht dann also hast du jetzt im Einkaufszentrum nackt geduscht? Geil! Auf der Herrentoilette. Cool. Ich hätte ins Bauhaus gehen müssen, um die Dusche zu testen. Respekt! Also wenn sie was durchzieht, macht sie es richtig, ne? Richtig. Ich soll ein Schattenwesen fangen. Kann man nicht meckern. Wo fange ich den denn? Ah, du Scheiße, jetzt hat der also. Diese Schattenscheiße. Ah, ich kann ihn nur mit... Da komme ich ja nur ohne Pferd lang, ne? Ist es da, wo ich den einen komischen Weg lang gehen muss? Ich sehe dich nicht mal. Du musst ich guck mal kurz, wo bin ich denn überhaupt? Ich bin da. Ja, aber im Stream steht er ja ganz woanders. Ach, der ist da oben. Der ist nicht unten in der Höhle. Nee. Der muss das so mit den Saugern machen. Wo finde ich denn die Schattenviecher? Saugen, saugen, saugen. Berge der Schatten. Komm mal gerade her. Ich kann ja mal hier durchgehen. Was ist denn auf der anderen Seite? Ein Sturm wird kommen. Es wird mir auch leider nicht angezeigt. Der Sturm ist schon da, Schatz. Oh ja. Ah! Hier glitzert was. Ich soll den Schattensauger nutzen. Richtig, sag ich doch, den Schattensauger musst du nutzen. Also der Sturm ist auch hier angekommen. Also ja, bei dir auch. Ist Alina sehr, sehr, sehr anrufend oder sie atmet nicht hektisch
Ich finde es sehr interessant, wenn sie stöhnt. Mach mal keine Zähne. Oh, der Schattensauger saugt gerade Schattens ein. Der Sauger ist schon dran, ne? Was? Wo? Kommt ein Tornado. Was? Ich. Nee, aber ich finde, das liegt nicht ans Mikro, am Mikro, dass man da irgendwas einstellen muss. Das ist eindeutig nur, dass man MTS das Mikrofon ein bisschen unempfindlicher machen muss. Sonst ist das gar nichts. Wahrscheinlich ist doch die... Ja, du schnaufst noch. Jetzt mal von dem Mikro, von der Höhe auch ab, ja. Man soll das Mikro eigentlich atmen es aus dem Mund oder aus der Nase? Boah, du willst fragen. Nimmst du das linke Loch oder das rechte Loch? Sie atmet, ja, genau. Sie atmet über den Mund ein und über den Po aus. Ja, und das heißt, dass man ja den Winkel... Den Kaffee rechts rumgerührt oder links rumgerührt, ne? Man muss ja auch den Winkel berechnen, weißt du? Wo denn der Stromausfluss rauskommt. Atme mal! Ich muss jetzt nach Valedale, steht hier. Viel besser. Gut. Muss ich jetzt wirklich nach Valedale von hier aus? So, wieder da. Bibi. Jo, ich hab sie gepuschelt. Du stöhnst gar nicht mehr. Was ja, ich will jetzt nicht mehr das Gefühl, dass mir der Wind in den Nacken weht. Der Tornado ist weg. Ich muss jetzt nach Valedale, sehe ich hier gerade, ne? Nach Valedale? Ja, da könnte man theoretisch da auch gleich das drin machen. Mein Kopf, Tanja. Meiner. Aber Nettie, kann ich mit der Spitzhacke nicht auch irgendwie den Garten umkramen? Nein. Aber um irgendwas ging's doch, wa? Wozu stehe ich denn jetzt hier bei Pi, wenn... Hä? Ich blick nicht mehr durch. Aber ich gehe jetzt nach Valle. Ich hab mich hier ein bisschen verbackt gerade. Kann man von hier auch nach Valle? Wow! Wenn du dieses Spiel wirklich machen willst, dann müssen wir vorher nochmal teilen, weil dann muss ich das einplanen. Ja, Charlotte, das machen wir auf jeden Fall noch. Wir machen ein... Ja, wartest du bitte mal. Leute suchen sich einen Titel aus und du singst ihn dann. Also es schreiben dann alle im Chat, was du singen sollst, ja? Ah, da. Und du sagst, ob du es singen kannst und wenn ja, dann singst du es. Ach, Charlotte, genau. Ja, ja, wir planen den gerade im Stream. Apropos, dann machen wir keine. Und Lucas Graham, ja. Apropos Love Somebody. Ich letzte Nacht unterwegs. Ja, und denkst du auch, scheiß auf Spotify, hörst mal ein bisschen das, was du auf dem Handy hast. Ja, so während des Laufens, was läuft auf einmal über den Kopfhörer? Jonas. Nicht Jonas, wie heißt er? Affe. Johannes. Affe, genau. Ja. Moritz. Ich sterbe. In deiner eigenen Playlist? Auf dem Handy? Ja. Ich auch, so habe ich es auch erfahren. Und ich muss sagen, ich habe es rauf und runter gehört. Aber ja. Olli, ich habe eine ganz geile Idee. Und mitgesungen. Jetzt kommt's. Wir laden einige Leute aus unserem Team ein. Ja. Meinst du, wir kriegen es heute noch hin, Mama? Und dann wird eine Bewertung gemacht und der diese Bewertung gewinnt halt, ja. Spenden war. Zum Beispiel an krebskranke Kinder oder so. Das war mal so ein. Lass mich jetzt abholen. Eine Spendenaktion machen. Achso, abholen. Das könnte man damit verbinden. Charlotte singt. Unglaublich. Ja? Und für jeden Titel gibt es eine Spende von mindestens 500 Euro. Ja, klar. 500 Euro. Ja, aber eine Spende für krebskranke Kinder. Das wäre mal eine schöne Aktion. Also da würde ich gerne mitmachen wollen. Auch wenn ich nicht singen kann, aber ich würde da. Ich würde darüber gespendet werden wollen für unterhampfte Männer. Was? Du willst gespendet werden? Frag mal deine Frau, nein. Was soll ich dir denn sagen, liebe Nettie? Aber so eine Aktion wäre mal geil, Olli. Ja, aber ich glaube, das müssen wir groß ankündigen und das kann dann erst im Sommer kommen. Dass wir jetzt wirklich schon 4-5 Monate darüber reden, dass das dann kommt. Dass wir dann auch schon genug Werbung gemacht haben, weißt du, was man? Ja, das wir vorbereiten. Und das wird dann zum doppelten Preis wieder verkauft. So. 12 Stunden. Bin ich mit einverstanden? Darf ich beim Verkauf helfen? Du schleppst dann die Kisten zu den Kunden. Ja, genau. So, was schreibst du denn Schönes? Ich muss da vorher schon was an Songs aufschreiben, damit ich nicht ganz so kacke singe. Ja, okay. Falle oder was? Falle, ja. Sing für einen guten Zweck, richtig, oder so. Genau. Sing für einen guten Zweck. Ja, also Village.
Ja. Die Frage ist, singst du eigene Songs oder singst du andere Songs? Wenn das so original klingt, müsste der Steffen leider mit dem Verlag irgendwie ein Brett vom Kopf werden. Mann, der Typ, der bei der GEMA arbeitet, hält mal kurz die Backen und müsste ich da jetzt mal nicht eingesetzt. Genau, du bist an der Quelle, du gibst uns eine kostenfreie Lizenz für den Abend, verstanden? Der Typ, der bei der GEMA. Aber hier. Aber Andi. Ja, hier ist er. Wir werden im Sommer auch so eine Aktion starten. So, ich bin jetzt in Waydale. Wo ist denn jetzt das Olli? Ich bin schon fertig. Nein. Dann putz dich ab. Aber wo bist du? Ich stehe hier bei den Druiden. Spenden, weißt du? Ja, genau, genau. Ja, ja. Du warst in der Art, weißt du? Wo man sich so einen Kringel reitet, ja? Das ist gut, das ist ein gutes Loom. Nee, nee. Bei den Druiden, warte mal, wie heißen die? Trainer? Warte, der heißt... Da steht sein Name gerade nicht, ich muss nicht daran. Also Avalon. Ach, Avalon. Ach, das ist da auf der anderen Seite. Okay. Genau. Also hello from the other side. Halt. So, und das wären jetzt schon mindestens 10 Euro. Das kann Nettie am besten. Genau, das machen wir beide immer, ne, Nettie? Tanja, ich höre dich doppelt. What? Hör auf, Zanetti. Man ich hört bin mich doppelt. Bitte. Hey, Marcel. Ach, du Marcel. Gucke. Hallo. Andere Seite. Hallo von die andere Seite. Hi, stopp. Was macht der Mutterkuchen? Tanja reitet nahe an mir vorbei. Ja, der Mutterkuchen. War der mit oder ohne Pflaumen? Mit, immer mit uns sagen. So, was machen wir jetzt Schönes? Oh, das ist ja, dann sind die Pflaumen reif. Das ist cool. Damit du uns nicht mehr abhauen kannst hier. Ja, ich trinke mal eine Runde Ketchup. Auf, hier? Na toll, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Ich bekomme die Flasche nicht auf, doch jetzt. Andere, hallo von der anderen Seite. So, wo willst du denn ja, nicht direkt das. Da. Ich sag mal, hello, da. Wer denn da jetzt? Ach, herrje, auch. Ach, das. Wo gehen wir jetzt hin? Wo musst du denn hin, lieber Olli? Ach, mir ist das jetzt egal. Von mir aus können wir das alles machen, was wir wollen. Rennen machen? Walle rennen? Ja, wir machen Walle rennen. Gute Idee. Ja, dann warte doch, bis ich da bin, meine Güte. Warum brauchst du denn immer so lange? Steffen. Ja. Ich stand jetzt die ganze Zeit bei Pi und hab auf dich gewartet, Olli. Lela, Silent Britke hat sich ausgenommen. Und eine Hose kaufen. Na, da wo du noch Platz hast, wo kein Berg abgehangen ist oder so. Nettie, ich fand das gerade gut. Oh, eine Nachricht auf mein Handy. Ich habe eine Nachricht bekommen. Was steht drin? Was steht drin? Was steht drin? Da steht nur, hat die eine Nachricht gesendet. Ich liebe Facebook. Ja, was steht drin? Das bringt deswegen jemand richtig runter. Ah, da kommt, ob ich immer noch Starbsave bin. Oh, ich hab ihn gemacht. Der so. Typ, der bei der GEMA die Briefe zuklebt, hat in seinem Leben noch nichts Spektakuläres erlebt. So, ich bin jetzt Welde. Wo seid ihr? Ganz anders. Was seid ihr denn? So, wir sind jetzt hier die Holly, die Hollowoods-Wettbewerb-Dings da, was ist da? In Junkers Hügel sind wir, ne? Also ich hab nur einen gesehen, der sah genau aus. Wir sind in Junkers Hügel. Egal. Uli, bist du jetzt auch schon da? Ich komm jetzt. Okay. Der Schein reicht mir. Och, Alina, du könntest mir auch mal was Spaß gönnen. Ich warte noch auf dir. Daniel ist so still. Ich bin im Konzentrat. Nicht du! Heißt ja, du Daniel? Nicht. Hab's gelesen, Anja, ne? Was soll ich denn sagen? Ja. So, 3, 2, 1, meins. Oh, ich hab keine Steine mehr. Was fuck, wo seid ihr? Ich warte. Ich bin zu laut, meine Schöne. Ich warte, ich rette mir das zurück. Ich führe meine eigene Stimme verzerrt, verstehst du? Ich bin der Hollywood. Doch, ich höre ich mich nicht so, wie ich mich jetzt original höre, ohne Kopfhörer. Und ich bin nicht zu laut. Ja, das Rennen heißt Hollowoods. Das ist doch Hollowoods hier hinten. Ja. Ja, wo seid ihr denn da? Ich hab's. Ich geh nochmal zurück zum Start. Ah, hier. Ach, da ist die Uli. Ich hab's jetzt schon fast durch. Dann lass ich eine Seite, so. Dann höre ich mich besser. 3, 2, 1, meins. Singen für einen guten Zweck, das machen wir auf jeden Fall, Charlotte.
Also, da würde ich mich sogar überwinden und noch singen. Hallo? Was war denn das jetzt? Das klingt ja dann, als wenn die Ziege im Blecheimer pinkelt. Ja und? Für einen guten Zweck? Die spenden denn eher, damit die Leute auch, damit die spenden eher, damit Olli aufhört zu winken. Ja, dann haben wir damit auch, dann haben wir damit auch unser Ziel erreicht. Ich habe nur eine mein Geld, bitte hör auf. Ich habe nur eine Bitte, lass bitte Dennis nicht mitsingen, weil das ist wirklich schlimm. Ist doch halt. Alina, sing du doch mal was Schönes. Hallo. Oh. Ja. Hallo. Weiter, auch weiter singen. Weiter, weiter. Das war nur ein Ton. Von zwei. Das, ich wollte auch gerade sagen, das war ja, mindestens. Der andere ist bei mir nur zur Hälfte angekommen. Genau. Sing mal, sing mal, sing, sing, sing. Ach, der Drop, das ist der Mikro. Ja, du auch? Ich mag die Kurve auch. Tanja? Ja? Die eine Ronja, die du kennst, ne, die kommt dann aber auch, ne? Die kennt Alina auch, ja. Die kennt auch Uli, ja. Ja, ja. Ach, die Ronja. Oder, nee, Moment, welche Ronja meint ihr? Ich kenn jetzt drei. Ronja P. Singen kann über, die Frau, kannst du mir erzählen, was du willst. Ronja P. Aus ja. G? Nein, aus Ö. Aus Ö. Mhm. Oh, Nettie hat mir einen Garten gebaut. Wie hast du denn das gemacht, Nettie? Mit dem Werkzeug. Ey, ich hänge mich hier gerade an jedem Scheißding auf, ne? Mach du auch? Du auch, ja. Mal gucken, wer zuerst ins Ziel stolpert. Ja, ich hab mich schon wieder so kalt. Verritten. Ohne Fritten. Ohne Fritten verritten? Du bist auf meinem Bett und pennt. Da lieg in deinem Bett und pennt. Netti! Ich baue dir mal schnell ein Klo, ja, damit du morgen früh... Ja? Ja, ja. Ich dachte, ich höre hier gerade nur noch Rauschen. Was, was? Du so erschöpft von der Gartenarbeit, ja? Ja. Der Porsche! Hallo? 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 Hi. Ja, ich höre euch bei Mama immer antworten, aber irgendwie bei mir geht ja gerade gar nichts mehr. Du hörst dich gerade an, als würdest du am Klo hocken. Ja, keine Ahnung. So. Vielleicht macht sie es ja auch gerade. Nein, tut sie nicht, sie cool. Sitzt neben mir. Und ja, ich weiß. Ein kleines Klo. Mit Eimer drunter? Psst. Ich muss erst so weiter mitspielen. Ist. Warum? Ist auf dem und Tani, Alina hängt am Schoß, oder wie? Jetzt höre ich euch wieder. Super! Okay. Ich hab ein Klo gebaut. So, Alina, wo ist das nächste drin? Alina. Ich denke, das ist für den Sommer aufgehoben. Alina, du hast es auch nicht leicht. Bitte nicht stören, Alina, ich hab noch keine Tür. Aber ich muss gerade ein Geschäft machen. Was machen wir jetzt eigentlich? Wir reiten gerade einen Kreis, ne? Ja, ich reite gerade doof. Reite mit. Ich würde sagen, viel Growth, bevor wir uns hier noch... Ja, ich dachte gerade, du hast ein Ziel, weißt du, aber irgendwie... Da habe ich jetzt auch. Wallesee und dann vier Grofe. Sag mal, Hat dein Pferd so einen halben Propeller eingebaut, Tanja? Meins? Ja. Du einen halben? Ja, das ist Carlsson vom Hufschlag. Ach so. Ja, ja. Carlsson vom Stalldach. Nein, ja oder so. Genau, vom Stalldach. Das ist. Aber ihr seid alle irgendwie schneller als ich. Ich komme hier gar nicht hin. Nein, ich bin hinter dir. Jui! Und das ist auch schon. Aber ich. Ja. Ich bin rübergekommen. Mal gucken, wer hinter mir her springt. Also, ich bin hinterhergekommen. Wo seid ihr denn jetzt? Ich bin auf dem Weg nach Wallesee. Nach zum Hin. Gut, weil ich hab's auch geschafft. Ich bin rübergekommen. Ja, ist doch wunderbar. Ich hab's zweiten Anlauf. Hallo, von der anderen Seite. Ah, ihr seid doch scheiße, Mann. Ah, nein. Jetzt hab ich wieder den Ohrwurm. Danke, Tanja. Hallo, Tanja. Hab dich lieb. Hab dich auch lieb. Das Pony-Championat beginnt gleich. Ich komm da nicht hoch. Ey, ich hol aber jetzt nicht mein verkorkstes Pony raus. Nee. Ja. Oh. Toll, danke. Ich hab euch verloren. Ich will nichts sagen, ne? Ich bin jetzt auch... Ich hab's jetzt auch verkackt. Haha. Weil ich bin den falschen Weg danach weitergeritten. Und bin jetzt gerade auf dem Weg Richtung Fulkwurf. Ich muss kurz wenden.
Ja, jetzt bin ich wieder richtig. Bitte wenden. Bitte wenden. Ja, jetzt sieht's gut aus. Please hold the line. Bitte halt mal die Leine. Halt mal die Leine. Please hold the lion. Bitte halten wir den Löwen. Oder so, der Lion. Ich glaube, das macht niemand freiwillig, den Löwen halten. Oh. Auch wenn er zahm ist, auch. Es gibt keine Zahnlöwen. Ich weiß. So ein Typen in Afrika, ne? Da hat er irgendwas mit Löwen macht. Ja, da gab's ach, den die Viecher schon umarmen, wa? Ja, ja. Und ja, dann ja. Gibt's noch die junge 20-jährige Praktikantin, die getötet wurde. Ich komme mir den scheiß Berg nicht hoch. So, ich hab mal von einem Kerl gehört, der mit Geparden gewohnt hat in der Wildnis. Ja, die gibt's auch. Wo seid ihr? Uli, du stehst direkt richtig. Geh einfach schon mal an den Start. Dann stehst du in uns. Und dann warten wir noch auf das Olli. Ja, ich hab mich. Ich hab mich komplett verritten. Ich komm den scheiß Berg nicht hoch. Ich stehe meinem Baby. Ja. Ja, ja. Cool. Ja. Olli, nimm Hänger. Wallesee. Ist sinnvoller, ne? Gerade rumhüpfst. Ja. Ja. Schön. Und mir spielt der Satz rauf und runter. Ah. So rum. Weil die Emma riecht an mein Bier und hat sich richtig schön geschüttelt. Das sah richtig gut aus. Das Lied nicht. Geht immer auf. Okay. So, Alina, jetzt du. Singen, singen, singen. Erst schlucken und dann singen, singen, singen. Schön, schön. Ich will dich singen. Ja, die hat gerade was getrunken. Gurgeln? Mit Apfelschorle gurgeln? Grrr. Mit Bier gurgeln zählt nicht, ne? Nee. Aber wenn du singst, dann bitte das eine Lied mit Hello Darkness. Na, na, na. Ja, ja, ja. Sound of Silence. Genau, Sound of Silence. Kann ich bei jemanden, die hat behauptet? Ich wünsche mir von schon Leute auch ein Lied. 3, 2, 1. Okay. Ich wünsche mir auch ein Lied. Warten, wer spielt? Hier steht ja noch alle. Was ist denn hier los? Jetzt hauen sie alle ab. Mama, 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 hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Ja, laufen schon im Galopp. So, Alina, sing dabei. Begleitung. Sound of Silence. Ach hier, Olli und sein Kumpel. Hey Alina, ich wünsche mir auch ein Lied. Hat aber einen sehr schweren Text. Was? Ich wünsche mir auch ein Lied. Hat aber einen sehr schweren Text, der Stick. Der wäre was? Der geht über Stick. Genau, Nettie hat schon drauf. Ah, ist so schlimm, dass ich jetzt gerade irgendwie die ganze Zeit was anderes verstanden habe? Nein, das ist ein Zeichen, dass du hier richtig bist. Ich hab mir schon Sorgen gemacht, okay. Alles gut, das ist ein Zeichen für das Unterstick-Sein. TU, egal, so. Das scheint aber irgendwie... die Runde zu machen, oder was? Ja, ja, irgendwie scheint das am TS zu liegen, dass alle Leute irgendwelche komischen Sachen verstehen. Ja, ich glaube, die Sprachverbindung ist ja nicht so besonders gut heute. Ja, ich glaube auch, die Qualität ist nicht so gut. Ne? Wir haben Sonnensturm, Alter, Sonnensturm. Ach, nee. Ach, Stefan, ich habe eine neue Scheinwischer bestellt, komm morgen an. Montag an. Sehr gut. Gibt da so einen Scheinwischer? Du hättest auch für Kaufland fahren können, die kaufen. Na, ich habe jetzt 3,99 € bezahlt, von Bosch sind das welche. Ja, und wie viel Versand? Gar nichts, Prime. Ist Prime, kein Versand, Nettie. Ja. Ja. Aber ich musste, Tanja. Ich und Olli mussten ja so lachen, wo wir nach Pankow gefahren sind. Da hat Olli eine ganz lustige Aktion gemacht. Das war nicht lustig, erzähl das nicht. Mitten im Rennen, zeitgleich, Alina und ich. Darf ich erzählen, Olli? Ja, erzähl doch. Ja, das war so geil. Also wir stehen da so und Olli wollte jemanden durchlassen und wollte Lichthupe machen. Und statt Lichthupe macht er die Scheinwischer an. So. Das war peinlich pur, ey. Falsche Seite erwischt. Ja, man sollte es auch eigentlich schon kennen, ne? Der Gegenteil muss haben. Lässt er mich jetzt durch und dann macht er welche Scheine zu. Olli, du schaffst es von Oranienburg nach Bonn. Aber du schaffst es nicht, eine Lichthupe zu machen, oder was? Hab ich da nicht gebraucht auf dem Weg. Da war ich fast in der Autobahn. Hab ich nicht gebraucht. Lass mich raten, im anderen Auto saß ein Mädel. Hab ich aus der Entfernung gar nicht gesehen. Nee? Okay. Dann nicht mal gesehen, weil deine Scheibe denn zu war irgendwann. So, was machen wir jetzt so? Wo hast du bei dir oben ein Ding drin? Dings warten, würde ich sagen. Hab ich drin? Hi. Auf Tanja und Alina. Ja.
Ja, bei dir sind oben Zahlen da am Schwenken. Ja, das hat irgendwie was mit den Bildern zu tun hier. Frames per Seconds. So, und auf ein neues. Jetzt müssen wir erstmal wieder zum Start zurückfinden. Muhahaha. Und ersoffen. Nettie, was knabberst du da? Weißt du, das Telefon liegt 2 Meter von mir entfernt. Ne? Ja, kommt immer nichts. Mir ist scheißegal, ich höre alles. Ich will wissen, was du knabberst. Knuspererbsen. Aha. Hab ich's mir doch fast gedacht. Nein, hab ich nicht, aber ich will auch. Wo warst du denn noch? Also, ich hab noch Knuspertaschen von Whiskas auf dem Tisch stehen. Probier doch mal. Charlotte schreibt, ihre Heizung geht nicht ankommen vorbei. Meine Heizung geht. Meine geht auch, kannst auch gerne zu mir kommen. Olli hat auch eine gute Heizung. Es ist, glaube ich, kürzer zu Tanja zu fahren. Aber nein, du kommst hierher. Wer ist am dichtesten? Tanja. Lol. Ich bin noch nicht dicht, ich hab nur eine Berliner Luft getrunken. Ein Berliner Luft und dann Mutterkuchen mit Schlagsahne. Richtig, genau, Marcel. Mutterkuchen mit Schlagsahne. Daniel. Yummy. Ja. Soll man Kölsch trinken? Was? Soll man Kölsch trinken? Boah, Olli, dein Pferd hat eine schöne Schleife am Schweif oder am Schwanz. Nein, das erste war richtig, Marcel. Das erste war wirklich richtig. Aber ja, das zweite war witziger. Ja, eben. Ja, ihr wisst ja nicht, wie es im realen Leben ist, ne? Ehrlich? Viel vom realen Leben wird mit übernommen ins Spiel. Das Pferd ist rückwärts gelaufen. Charlotte schreibt gerade, ich gehe lieber zu Tanja. Warum denn das? Du einfach mit dem silbernen Knopf, was? Charlotte schreibt gerade, ich gehe lieber zu Tanja. Ich weiß gar nicht, warum sie das sagt. Also Olli, du willst mir sagen, du hast zu Weihnachten eingepackt und es hat noch keiner ausgepackt. Richtig. Ja, Charlotte, komm mich ruhig besuchen. So eine Sauerei aber auch. Oh, Leute. Genau, wir fahren alle zu Uni. Was? Wer macht eine Sauerei? Kommt alle her. So, wer hat jetzt eine goldene Schleife am Schwanz? Du! Ich hab gesagt, du hast eine schöne Schleife am Schwanz. Oh. Ach so. Was? Hast du, ich verstehe schon wieder komische Sachen. Die Verbindung ist nicht mal geil. Die ist ja rot. Immer. Wo bleibt ihr denn? Ist lockt euch ziemlich lange ein, ne? Würde ich mal sagen. Ha! Das ist meine Zigarette. Das Einloggen ist schon längst passiert und wir reiten gerade so Richtung also Heimat. Richtung Ziel. Ach, seid ihr aber noch im Rennen? Helen. Konntet ihr das Rennen weitermachen oder habt ihr die Arschkarte? Die Gesäßpakt. Nee, wir sind von vorne angefangen. Ach so. Mussten sogar erst wieder zurückreiten zum Start. Betty, was machst du? Gleich Krümel auf der Couch. Krümel? Ne? Ja, weil ich bin am Überlegen, wie es am besten weitergeht. Ich würde sagen, ich brauche Eisen. Dass wir uns fürs nächste Portal mal kümmern. Ja, richtig. Mach deine Taschen leer. Bin schon dabei. Was ich jetzt die nächsten Tage auch mal wieder spielen muss, ist Fortnite. Die haben bei Fortnite zu viel geändert. Und Fortnite. Irgendwer sagte mir letztens, Fortnite wäre voll scheiße. Also Fortnite, Fortnite. Also ich hab's heute noch gesagt. Was? Also ich finde Fortnite auch scheiße, darum spiele ich das gar nicht. Ich find's auch scheiße. Ich schweige jetzt mal, ich stehe fast vorm Ziel und dürfte neu beginnen, ich lass es aber. Nein, ich mach's doch. So. Ja, ich hab dich gesehen. Mhm. Olli, ich reite mal in einer anderen Richtung, ich krieg schön Drehwurm. Oh. Ach ja, ich drehe mich, ja. Ich warte drauf, dass die anderen wiederkommen. Moment, ich wechsle mal die Richtung. Was mich irritiert ist, dass da jetzt... da ist was aufgeploppt, ne? Guck mal auf der Karte, da die zweite Welt, die staubige Kreuzung blinkt. Ja. Was, hier blinkt was? Nein, Montag ist wieder Uni. Was ist da? Warum ist Montag Uni? Weiß ich nicht. Dann lass Uni ausfallen, weil es gibt wichtigere Sachen im Leben. Kannst du wahrscheinlich als Heimat jetzt nehmen, die staubige Kreuzung. Nee. Also, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, wohnen wir ca. 70 Kilometer auseinander. Wer? Charlotte und ich. Ja, das passt ungefähr. Mehr ist es nicht. Ja. So, den Ton machen wir mal aus vom Fernseher. Ich hab's geschafft. Danke, hier. Eine Ringereihe? Da kannst du ja mitmachen. Aber Tanja, das was ich dir gesagt habe, das wird eingehalten. Das kommt spätestens im April. Ne, Quatsch, im April, aber ich kann Urlaub. Eventuell sogar schon im Februar.
Aha. Ich lass mich überraschen. Oh. Weil. April habe ich keinen Urlaub, aber im Februar habe ich eine Woche Urlaub. Und da bin ich am Überlegen, ob ich denn gleich das erste Wochenende mal Hallo sagen komme. Guten Morgen. Oh, okay. Ich guck dann auch noch, ob ich Steffen mitnehmen kann. Ob Steffen dann Lust hat oder nicht. Ja, Mitte Februar, erstes Wochenende. Also von Mitte Februar das erste Wochenende, ne? Du verstehst, ich meine. Ja. Zu Tanja fahren. Ja, hau rein. Raus. Tanja ist nicht weit. Wenn es funktioniert, darf ich mitmachen. Mach doch, mach doch. Na, dann alle 30. Ich will auch mit. Nein, dann komm doch vorbei. Ja, dann komm nach Bonn, dann nehme ich dich mit. Olli, wann machst du denn eigentlich einen Urlaub? Machst du April, Mai irgendwie rum Urlaub? Aber dann nimmt Anja auch mit. Mai habe ich eine Woche Urlaub. Wohin? ZM. Im Mai habe ich eine Woche Urlaub, wo meine Mutter Geburtstag hat. Und im April habe ich doch keinen Urlaub, habe ich gesehen im Dienstplan. Im Urlaubsplan. Ich habe im Februar Urlaub, dann erst wieder im Mai. Dann glaube ich erst wieder im August. Und dann nochmal im Oktober, glaube ich, eine Woche. Irgendwie so ganz komisch. Keine Ahnung, wo geht's denn überhaupt hin? Okay. Ich weiß es nicht. Obwohl, ist hier nicht irgendwo das Hexenrennen? Ja. Oben auf dem Berg? Nein, nee, Hexenrennen nicht, aber. Ja, nee, wir nennen das Hexenrennen. Hexenrennen? Was mich das, das Feuerrennen. Ein Abo, Anna, Pap, 1, 2, 3, danke für dein. Ich bin voll. Ich hab mich verrückt. Danke für dein Abo. Ich sagte aber Pole Dance zu. Oh, Charlotte schreibt, bald habe ich Geburtstag. Ja, ich weiß. Was möchtest du von mir? Ich höre dich. Bald wirst du alt, Charlotte. Was bin ich denn dann? Dankeschön. Ich definiere alt. Also, jetzt bin ich auch gegen den. Sie ist schon in den 20er, ne? Entschuldigung. Au! Ab 30 treffen die WWchen ein. 3, 2, 1, ich bin weg. 3, 2, 1, okay, ich bin auch weg. Und so. 3, 2, 1, ich bin schon längst dabei, aber ich verkacke das ja sowieso immer 10. 3, 2, 1, im Ziel. Das ist oder was? Steffen, das war vorhin hier noch nicht da. Das hier? Ja. Oder bei der Kurve. Irgendwie ist was aufgeploppt von wegen hier von einem Monster da oder sowas. Okay. Warum muss man hier immer schwimmen liegen oder so? Und so? Weiß ich nicht. Das haben Slalomrennen so an sich, Mama. Ah. Neubeginn. Ich noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich auch noch nicht. Ich schreie die ganze Zeit nur Alina hinterher, dann weiß ich auch, wie ich das richtig mache. Weil sofern sie sagt, oh scheiße, dann weiß ich immer Bescheid. Also ich bin schon im Ziel. Ja, nee, das nicht, so. Das nicht, Alina, aber sofern du irgendwann sagst, oh scheiße, dann weiß ich schon, okay, da darf ich nicht lang reiten. Was ist zur Hölle? Also Alina macht das so, die reitet erst in die, oh scheiße, und dann sagt sie, oh, ich glaube, das war scheiße. Was ist das hier? Nein, ich hab doch mal vorher Fluche. Ah, okay. Dann klappt's doch. Weißt du auch, wie alt? Na, Charlotte, das Thema hat mich schon so oft. Natürlich weiß ich, wie alt du wirst. Also, wenn du es bis dahin schaffst. Also, das ist ja noch ein Monat und alt? 10 Tage. Nee, ein Monat und 8 Tage. Nee, ein Monat und... Das muss ich kurz rechnen. Ja, hier ist auch neu. Doch, ein Monat und 8 Tage, glaube ich, war richtig, ne? Nee, alt ist man ein Monat und 9 Tage. Olli, alt ist man dann, wenn man das Alter der Kinder mit dazu rechnen kann. Ja. Aufs eigene Alter. Au! Oh. Ja, Entschuldigung, Tanja. Oh, ich bin dann mal eben tot. So, Moment, es wird... Wo seid ihr? Okay. 4 Grove, gleich. Oh, seid ihr schon wieder ohne mich weitergeritten? Ich geh mal, ich bin Herdentier. Ich meine das, was ich unterm Sattel hab. Hase, stopp mal. Hase! Komm mal mit die Flasche bei mich. Wo bleibt eigentlich Dennis? Der ist gleich hier. Also, komm mal mit die Flasche bei mich. Leonie ist da. Hi, Leonie. Das heißt übrigens, komm mal zu mich zu, dann kriegst du was von mich von. Hm? Welche Leonie? Deine Leonie. Oh. Ich werde 14, weißt du ja, hab mich gut gehalten. Ja, genau, du bist 14. Im Traum wirst du 14. So, ich stehe jetzt in Feargrove bei Minka am ersten Rennen in Startposition. So lange mache ich aber nicht mehr. Nee, hey, wir machen jetzt noch die Feargrove-Rennen und dann würde ich auch sagen, dass wir dann aufhören. Aber ich glaube, ich bin jetzt falsch. Ich bin jetzt in Feargrove reingeritten. Bin ich falsch, oder? Ja.
Schnucki. Ich mach die Rennen sowas von selten, dass ich immer jetzt... Olli verreitet sich immer. Olli, ja, nein. Deswegen kommst du mit deinem Ruf hier auch nicht weiter, Olli. Richtig. Ja, hat so einen Grund. Obwohl, für Quuff hab ich meinen Ruf, glaub ich, sogar fertig, ne? Doch, für Quuff bin ich durch. Mein Pferd hat schon wieder 3 Klötze. Bremsklötze. Steffen! Wer hat Frikadellen? Ja? Wer hat Frikadellen? Ich hab grad Bremsklötze gehört. Daniel. Du könntest mich nicht gucken, mehr? Kacke. Ich seh schon. Du musst nicht. Oh. Ach, der ist jetzt tatsächlich wieder mit dem Hänger gefahren. Ja. Das Olili? Nee. Was hatte ich davon, wenn ich mit dem Hänger gefahren wäre? 3, 2, 1. Ich wusste es. Nein, ich bin trotzdem nicht mit dem Hänger gefahren. Doch. Nein, was hätte ich denn davon? Was hätte ich davon, wenn ich mit dem Hänger gefahren wäre? Wärst du wär sicher ans Ziel gekommen? Nee, dann wäre ich wieder im Flughof. Ja. Olli reitet nicht, Olli. Aber da war ich doch schon im Flughof. Warte mal, ich geh nochmal auf die Map. Baumfeld. Baum. Noch ein Baumfeld. Das ist der Stand im Weg. Ja. Yeah. Der ist nicht auf Seite gegangen, Mann. Ja. Aber ich bin bei dich bei, Tanja. Bin Na, komm, bei dich komm bei. Mal zu mich zu. Du springfaules bei Stück, bei. Du. Was wär ich? Die Pille. Ja, ich sowieso. Teppich oder was? Hallo. Baby. Hi. Hallo. Danke. Hallo. Ich bin springfaul, ja, das gebe ich ja auch zu. Sind wir noch live? Ja. Nur wenn es unbedingt muss. Du musst doch in SSO und dann kommen, ne? Ja, aber nicht mal heute. Natürlich, das war doch heute alles abgemacht. Ja, es ist schon abgemacht, aber nicht heute. Doch. Gib mir bitte noch. Gib Was abgemacht ist, ist abgemacht. Gib ja? mir noch ein Jahr. Gib mir noch einen Tag, ja? Gib mir noch einen Tag. Versprochen ist versprochen. Dann gibt's morgen einen Special Stream. Aber ich muss das ja noch updaten und installieren. Morgen streamt Dennis, ja? Und dann geht's los. Hallo, das ist mein Pferd. Das ist ein großes Pferd. Und das hat 4 Beine. Richtig. Ich meine, du hattest ja überhaupt den Kopf und den Schwein. Pferde haben mehr als 4 Beine. Alina, wie viele Beine haben Pferde? 5. 8, genau. 2 vorne, 2 hinten, 2 rechts und 2 links, wa? Richtig, genau. Sehr gut, Andi. Endlich mal einer, der das System versteht hier. Oh, ich bin Level Up. Verstehe. Yay. Danke. Es kommt der Not. Ich verstehe das nicht, was wir hier sollen. Wenn du auf die Map gehst, 3, 2, 1, ich bin weg. An. Was? Nicht fast Tonne rollt. Jetzt kommt das Rennen, was ich nicht mag, und danach kommt das Rennen, was ich nicht mag, nochmal. Und dann muss du gut. So, jetzt ist brutal, ich hab dich faxen dicke. Kommst du mit? Ah, lol. Bin dabei. Da bin ich dabei. Das ist prima. Ich hab's auch gerade im Ohr gehabt. Prima. Ja, ich auch. Kolonia. Siehst du, damit hat man auch schon wieder Geld verdient. Wer hat das angemeldet? Der Typ, der bei der Titel eingibt, ist ein ganz. Lieber Steffen. Penner. Boah. Was seid ihr jetzt so? Dennis hat das P-Wort gesagt. Oh, entschuldige. Was wäre ich? Wieso? Ach, was? Ich hab lieber Steffen gesagt. Ja, ich auch. Shitkram. Ich hab gerade im Zaun gesprochen. Mauer! Der Typ, der bei der Gamer. Ja, ich bin gerade ein anderes Lied durch den Kopf. Welches? Ja, mit dem Dicken. Ja, na, genau. Die Mädchen oder was? Den Song kenne ich auch, Ein Musikvideoclip, wo sogar Tanja ja? ne, deinen großen Auftritt hatte. So, ich hab verkackt. Genau, meinen großen Auftritt, meinen absolut größten. Okay. Bitte Hottentest. Ich finde leider das eine Video nicht mehr. Ich habe ja damals bei einem Carsharing-Werbespot mitgemacht. Container! Und bei dem Carsharing-Werbespot, ja, bin ich nackt durch Berlin gelaufen. Was nackt? Nee, nur mit Boxershorts. Aber das ist jetzt wirklich schon sehr lange her. Aber ich finde das Video nicht mehr online.
Was, nackig? Steffen. Also, wenn du es wiederfindest, ne? Schick mir einen Link. Mach mir Angst hier. Das willst du nicht sehen, Anja. Das willst du nicht sehen. Doch, das muss ich mir antun. Du bist geschockt fürs Leben. Du musst dann zur Augen-OP. In psychologische Behandlung. Ja, genau. Ich finde, dass das eine Rennen schon ziemlich lange ist. Ne? Ich auch. Aber sowas von durch. Ich bin nur, wenn man in jedem zweiten Hindernis hängen bleibt. Ah, ich bin das hier. Lass mich an, ich bin durch. Nein, nur weg. Ja, hier. Was? Ich muss mal ganz kurz den Chat lesen. Ich glaube, da hat wieder jemand was geschrieben. Mal gucken. Schau mich da nicht runter. Letzte Runde. Nee, doch nicht. Das hat getäuscht. Ich hol dich grad ab. So, 3, 2, 1 weg. Letzte Runde, 3, 2, 1 weg. Hi, Adina. Du siehst im Gesicht ein bisschen komisch aus, ne? Lol. Ja, ich hab mit dem Bären gekämpft. Ach so. Ich hab da was gefunden, das ist creepy. Das ist so ein Gitter und dann geht's ewig 10 Meter runter und, auf, und da unten leuchtet blau. Na dann. Kurve. Stange. Also, weil wir ja gerade im Livestream sind, wa? Kann ich ja bestimmt den Danny grüßen. Der hat uns auch schon verfolgt oder verfolgt uns. Wer ist das? Oh Gott, was, wer verfolgt uns? Weil ich meine, du eine ausgeprägten da müssen wir ihn anzeigen wegen Stalking. Ja, nee, ich grüße Danny und gute Besserung. Ich hab das Portal gefunden. Wird Zeit, dass du aus dem Krankenhaus kommst. Ja, Danny, wer auch immer du bist. Okay, eine Socke. Jetzt grüßen wir hier schon Socken oder was? Sei gegrüßt, du Socke. Was haben wir davon, wenn wir Socken grüßen? Aber meine Socken grüßen ihn nicht? Jetzt? Ach du Scheiße. Nein. Du hast Socken? Ja, Tennissocken. Ich dachte, du strickst nur Schals. Ich glaube, Socken hier ist nichts. Nein, ich stricke nicht. Ekel. Schulalung. War keine Absicht, war extra. Was? Ja. Hast du schon eigentlich schon mal eine Intimmütze gemacht? Eine was für ein Vieh? Lümmelwärmer. Achso, Lümmelwärmer. Ja, klasse. Oh, herrlich. Soll dann, gebe ich ab, 2019 der letzte Schrei sein. Ja, mag ja sein, aber so. Muss ich da jetzt überall und bei jedem Maß nehmen? Nö. Ja. Muss du nur ein halbes Erdbeer oder ein Maß nehmen? Ist das nicht so ein schönes Bierchen? Ein Maß Bier? und kann ich mir nicht vorstellen. Und dann bin ich Strohhalm das Zeug draus trinken oder was? Sowas ist Maßanfertigung. Das geht ja gar nicht. Einheitsgröße. Aber es tut schon weh, das Trinkhalm da reinstecken. Um ein Maß zu nehmen. Ich hab jetzt alle Rennen durch. Ja, ich auch gleich. Hier ist ein Loch. Ja, wer meldet sich freiwillig zum Maß nehmen? Nee. Ich hab damit keine Probleme, also. Nein. Aua. So, meine Damen und Herren, dann würde ich sagen, das war's mit SSO. Genau. Wir sind ja schon 2:07 live. Euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Morgen Vormittag kommt auch irgendwas, aber ich weiß noch nicht was. Da muss ich mich noch so... Das könnte auch morgen Vormittag so richtig viel. nee. Ich dachte eigentlich so zwischen irgendwas mit Zügen oder irgendwas mit Bussen. Also eins von beiden. Und zum Nachmittag kann man sich dann überlegen, ob man dann noch Fortnite spielt. Langweilig. Findest du. Für andere vielleicht nicht. So, auf jeden Fall euch dann schon mal noch einen schönen Samstag und danke für die Abos, die heute wieder rangekommen sind. Da waren, glaube ich, ein, zwei mit bei. Und wir... Charlotte schreibt XD, okay. Charlotte, wir schreiben gleich nochmal. Und wir hören uns dann später oder sehen uns dann vielleicht morgen, wenn ihr Lust habt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.